Also die Ereignisse an sich sind viel wichtiger, als dass du weißt, dass es Ja, klar. an dem Tag Wichtigste war. ist einordnen, was wann, ja, genau, was sie war. Der Ablauf. Genau. Und also wenn man zumindest einschätzen kann, hey, das war Ende 30er Jahre oder so. Also ich finde, das Jahr sollte man noch wissen, aber jetzt wirklich den Tag, nicht Monat, könnte man auch noch wissen. Oder man sagt halt späte 39 oder sowas. Also so, je näher es unserer heutigen Zeit kommt, desto wichtiger finde ich das Jahr. Aber wenn es im Mittelalter war, okay, weil Amerika entdeckt wurde. Boah, Mittelalter ist bei mir immer so. Ja, das Blöde ist ja die Wahrheit. Naja, es fängt da an und hört irgendwann auf. Ja. Okay. Ja, in der ich kann mir sowas nicht schlecht merken. Also du hast Gesellschaft ein bisschen, aber du hast ja nicht null Ahnung, wie die Welt damals aussah. Finde ich so schlecht gemacht. Ja. Und jetzt wollen was ist denn heute los? Was war schneller als du, oder? Ja, ich war heute der Langsamste. Mein Gott, Sebastian. Nee. Jetzt ist Michael auch fertig. Okay. Bei mir wird das Wetter noch vorher. Oh je, ich weiß noch, letzte Runde ging bei mir alles bergab. Echt? Bei mir läuft es eigentlich ganz normal. Ich weiß nur nicht mehr, was ich machen muss. Apfelmus und keine Kleidung mehr gehabt. Apfelmus. Ich, übrigens, hallo die Zuschauer. Ich habe bisher noch keine Chance gehabt, denen zu sagen, dass wir live sind, weil die sich noch um Geschichtsdaten gestritten haben. Beziehungsweise, wie relevant Geschichtsdaten sind. Extrem relevant. Ja, generell sind die ja komplett relevant, aber naja, was jetzt Klassenarbeiten angeht, Ja, klar, Arbeiten schreiben ist halt. Aber ich glaube, da liegt oftmals das Problem eher in, ich muss jetzt das ganze Zeugs rekapitulieren können. Ja, das ist auswendig lernen. Es ging mir halt auf den Sack. Ich wollte lieber verstehen lernen. Ja. So wie naturwissenschaftliche Fächer. Ja. Oh, jetzt wie versteht mich da mal in die Richtung einer. Technische Mechanik und sowas, wo du dann wirklich verstehst, wie es funktioniert und du darauf halt alles aufbauen kannst. Dein ganzes Wissen. Als sozusagen, die drei oder die 15 Seiten lernst jetzt auswendig und dann frage ich dich ab und du musst mir genau sagen, was da steht. Wow. Hat sich ja gelohnt. Finde ich toll. Das ist Wahnsinn. Das hast du spätestens nach 3 Tagen vergessen. Eben. Ich sag nur bei uns, wie hießen die beiden? Dieses Schiff ist eines meiner besten. Social Media Marketing. Sodom und Gomorra. Hast du mein Schatz? Ja, da vorne. Salam alaikum. Ja. Ich werde dem Sultan von eurer freundlichen Zuwendung berichten. Das hat sich jetzt gerade angehört. Ich werde dem Sultan von eurer Ich hab's vergessen, was er gesagt hat. Ich meine, lasst mich euch ein wenig unter die Arme greifen. Aber es hat sich angehört, als hätte ich jetzt irgendwie den Großvizier geschmiert. Schiffsbau abgeschlossen. Okay. Ja. Oh nein, Bettner kommt. Nein. Ich hab kein Geld. Ich jetzt auch. Achso. Weg, geht weg. Ja, ich habe auch zum ersten Mal, letztes Mal ja die Bettler weggeschickt, weil ich das Cartoon nicht leisten konnte. Wenn man die zum zweiten Mal wegschickt, wie angepisst sind die dann? Sehr. Ich hasse die mehr. So, einfach nur okay klicken, das Ding hinbauen, ist hat sich erledigt. Wenn man sich's leisten kann. Ja, 800. Weißt du, wenn die wenigstens arbeiten? Ich glaube, das schuldest mir auf 4000, oder? Ja. Ich glaube, er hat mir 5000 sogar geschickt. Nein, ich schulde dir 4000, ich weiß. Und mir 5000. Ihr schuldet ich keine 5000. Sicher? Oder versucht ihr das auch? Einen gucken, okay. Ich bin mir fast 100%ig sicher. Ja, nur fast, Sebastian. Nur fast 100% finde ich auch geil. Ja, 99,99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 
3. Gott, ey, warum die ganzen Leinen guten momentan? Die werden wenn es weiter nichts ist, nicht? Womit ich... Ja, das ist halt Motten auf deiner Insel. Ja, ich glaub's einfach könnte mal. Könnte man auch mal überprüfen. Brot wird problematisch, Gewürze kommt hier regelmäßig. Fisch. Fisch gibt's zum halben Preis. Oh, also bei Fisch Roller. Ist eigentlich kein Problem. Das Problem ist, er wird einfach nicht abgeholt. Würde ihn bei dir auch nicht abgeben. Machen die den Fischstäbchen oder wie? Was wollte ich eigentlich machen? Irgendwas hatte ich doch das letzte Mal. Ich glaube, bei mir war es immer noch Brot und. Ja, hatte ich hingebaut. Brot und Hass. Ah, das Lustige ist. Die Patrizier kriegen kein Apfelmus, aber alle anderen schon. Ah, nee, doch, die kriegen. Warum beschweren die sich bitte? Beschweren sich tendenziell immer. Ja, echt. Die haben sich schon mal prophylaktisch beschwert. Ah, ich glaub's auch. Nee, ich brauch keine Hand. Jetzt kann ich Ledersachen machen. Leder kommt ja bald auch schon. Praline. Was war das nochmal, Kurt? Salz. Ah, Fleisch. Fleisch. Wer kennt es nicht, das klassische Fleisch? Ach verdammt, ich hab einen zu. So blöd, dass du mit den ganzen Farmen mehr Dinger setzen kannst, als du brauchst oder halt verwenden kannst. Mhm. Mehr baust, ist immer. Oh, okay, das war scheiße platziert. Und wir sind tot. Oh, das ist schon wieder abgerissen. Die Leute sind gerade eingezogen. Ah, das Haus fällt an. Es hängt. Das Haus? Nein, das Spiel hat gerade geleckt. Wow. Achtung, jetzt mal kurz aufpassen. Ein Mitspieler hat Saatgut ausgebracht. Jetzt wisst ihr Bescheid. Ja. Interesting. Ja. Ja. Jetzt wollte ich mal was mit euch teilen und ihr seid dann wieder so spießig drauf. Wer Alter. Die Macht hat, hat auch Feinde. Denkt daran. Ich sag, jetzt passt mal auf und dann habe ich euch mitgeteilt, dass ich Saat. Gut ausgesetzt. Nein. Wer ist das hier? War schon Saatgut angebaut. Ausgesetzt. Ich habe Ton angebaut. Wie auch immer das möglich ist, aber ja. Tasten. Wieso kann ich die einfach. Ach, die braucht einen Flussplatz. Ja? Die Gerberei ja, braucht einen Flussplatz. Dann muss ich auf meine Haupt. Die Gerberei braucht einen Flussplatz. Oh, yeah. So. Ich habe das Spiel schon wieder gewonnen. Sobald du anfängst, Teppich zu verkaufen, ist vorbei. Verkauf ja. Teppiche mehr oder weniger und bin im Stinkreich. Aber wahrscheinlich muss ich noch mehr Teppiche verkaufen. Daran liegt, dass gar keine verkauft werden. 19 Stück im Lager ist schon. So, seid ihr jetzt endlich alle eingezogen? Nein. Entschuldigen Sie, haben Sie Cevapcici? Was? Boah, ich liebe Cevapcici, Alter. Das ist schon Ewigkeiten her, dass ich das letzte Mal Cevapcici habe. Ich weiß, die Hochschulmensa ist ja zu. Ich kann das Zeug echt wie Chips essen, ist ganz schlimm. Okay. Und die beiden anderen sind schon komplett verwirrt, so, was, woher kommt das? Was ist in deinem Leben grundsätzlich falsch gelaufen? Achso, das ist ich schon fertig. Cevapcici ist einfach Beste. Boah, ist auch nicht mehr. Glücklicher Bürger. Nee, halt mal. Ich mag auf. Also, jetzt gibt's hier die
So, jetzt haben wir die Produktion aber mal richtig ausgebaut. Schrecklich mein. Ja, und das machen wir auch gut minus. Ach du Scheiße. Der Kaufbier. Bei allen unterschiedlichen KIs eigentlich unterschiedliche Preise. Nein. Okay. Salz, hatte ich das dann schon irgendwo hingebaut? Gab's doch hier auf meiner Insel Salz. Und es lädt. Da baue ich es dann nicht ab. Wächst selber. Ja, Teppiche bringen echt scheiße viel Geld. 100 ja, ich glaube, ich müsste da unten mal langsam meine Insel da ausbauen, weil ansonsten habe ich jetzt überall Probleme. Ich kann nicht mal Glas herstellen. Boah, da bin ich zu wenig Nomaden habe. Ja, aber auch noch. Schwer. Wie viele Nomaden hast denn du? Aktuell 225. What? Ja, ich bin voll hinten dran. Ich habe 1210. Boah, ich habe. Schon werde ich da ausgelacht. Ich habe 600. Moin, ich habe noch 500. Schon viel. Aber ich muss hier jetzt auch mal mehr Leute hinsetzen. Dann wollen wir jetzt mal hoffen, dass es so klappt, wie er hofft. Und in der Zwischenzeit. Erstmal hoffen, ob es klappt, wie er hofft. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben meinen Satzbau analysiert. Er ist mangelhaft. Glückwunsch, General, Sie wurden befördert. 3 Sterne, General. Teppichknüpfereien kosten 60 im Unterhalt. Weißt du, die machen alle schon rum mit Teppichen und alles drum und dran. Ich kann noch nicht mal Glas herstellen. Ich hab auch noch kein Glas. Ich hab noch nicht mal die zweite normale Stufe erreicht. Ihr wisst einiges über die Baukunst des Bauhauses. Bastian, also jetzt mal nicht so, als wärst du hier am Ende an der Stelle. Hör mal auf, hier so tief zu stapeln, ja? Stapel lieber höher. Müllhaufen ist gewachsen. Bis jetzt. Ja, wie heißt eigentlich die Fisch? Erstmal wieder die Bremse reinziehen. Ich muss mal beobachten, wie schnell alles abstürzt hier. Oh Gott, wir gehen komplett zu Boden. Nö, ich hab man gewöhnt sich tatsächlich an das Leben in einem Haus aus Stein. Ketten aufgebaut. Bleibt alles. So. Na gut, dann dürft ihr euch weiter hochziehen. Ich weiß, was hier gefehlt hat. Verdammt. Milch. Billig. Billig Milch. Nein, millig. Milch. Kennt ihr Leute, die millig sagen? Nein. Ich sag millig. Viele, die das sagen. Doch, oder die auch neien statt nein sagen. Ja, neien. Wenn du es gerade voll betonst, dann. Neien. Nein, und jetzt halt's Maul. Nein. Ich benötige Salz. So, wie viel Kartenzieher habe ich denn? 2. Die Anzahl ihrer Patrizier beläuft sich auf 5. Und wie geht's dir, Standard? Geht's gut? Was ist jetzt passiert? Du hast mit irgendeiner Jeanette geredet. Ja und prompt hat's mich aus dem Spiel geworfen. Ich lebe noch. Es hat mich einfach nur irgendwie auf dem Desktop geschmissen. Oh. Er ist Jeanette, Sebastian. Oh, was mehr Geld. Woher kommen die minus 226? Du benötigst so Kohle und Salz, oh Gott, ey. Hey, ich brauch kein Werkzeug mehr. Handel ich das noch? Sie irgendein Steuersenkel, den ich noch nicht. Fuck, ich hab alles auf ausgeglichen. Müde und fertig von der Arbeit und selbst müde und fertig ohne Arbeit. Steht es gerade?
Ach, hier kauf ich Werkzeug. Oh, seid ihr wieder halb? Werkzeug? Ja, ich hab's vergessen. Weg zu machen. Ein gutes Geschäft ist mir willkommene Abwechslung. Deswegen verliere ich auch Geld. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Ich verliere richtig Geld. Alter. Alter, ach nee, ich bin schon wieder krank, Alter. Die Noria schon wieder leer. Und fuck kein Geld. Ich bin geheim. Dafür. Okay, jetzt. Wir halt noch die Würze. Jetzt saufen die bei mir aber das Brot, ey. Die ja, saufen das Brot. Die fressen das so schnell, das kannst du gar nicht mehr als Essen bezeichnen. Das Schicksal machen. Scheint es mit eurer Siedlung gut zu meinen. Ich weiß gar nicht, wie viel Brot ist überhaupt noch vorhanden bei mir. Na doch, Brot. Das war nur eine Frage der Zeit. Aber hängt. Dächen, Sebastian, habe ich das gerade richtig gehört? Ja, ich brauch Geld. Für 4.000. Wie viel brauchst du? Ich habe jetzt gerade 2.500 von dem, wie heißt der Typ? Von Venezia bekommen. Oh, je ausgerechnet. Das gefällt mir. Sebastian, du weißt, was die mit Leuten machen, die nicht zahlen. Was machen sie denn? Die sprechen ja anscheinend aus Erfahrung. Hopp, hopp. Ja. Nee, ernsthaft, was haben die Venezia früher gemacht? Echt Kopf ab? Keine Ahnung. Ach, Kopf ab, ach was. Venezia haben den halben Mittelmeerraum aufgekauft. Dein betoniert und dann ab vom Schiff. Genau, Beton. Beton. Ein Gewicht in die Handschellen. Alter. I peaked it. Danke fürs Followen. Oh, ja, die weiß ich. Auf einmal kommt da Musik. Jetzt sind sie hier, verdammt schnell. Oh, nee. Ubisoft. Oh, es tut immer so weh, Wohnhäuser abzureißen, vor allem von Patricia. Oh ja. Aber es muss. Es geht muss sein. Du musst dich von deiner Liebe da trennen. Mhm. Der Kommunismus kann nicht ohne Schmerzen wachsen. Das hast du jetzt gesagt. Aber ich habe meine Patrizierhäuser abgerissen. Das hast auch du nicht. Jetzt ich habe nur eins abgerissen. Ja, das ist schon der erste Schritt auf dem Weg. Gibt es etwas Schöneres, als im Schatten zu sitzen und Datteln zu essen? Dumm. Gibt es etwas Schöneres, als im Schatten zu sitzen und Datteln zu essen? Ja, Pornos gucken. Was, wenn du dabei auch Datteln isst? Hab ich noch gar nicht ausprobiert. Ja, diesen Sonderfall kennt er noch nicht. Und währenddessen im Schatten sitzt. Ja, muss ich tendenziell eh, weil sonst würde ich meinen Bildschirm auf dem Handy nicht erkennen. Ja, stimmt. Ihr habt ein gutes Geschäft gemacht. Bleiben besser unter uns, okay. Weißt du nicht, was ich mit dir gehandelt habe, als ich das danach an? Ihr werdet wieder von mir hören. Okay. Ich finde, dass ich von Venezia irgendwann wieder hören werde. Nein, den habe ich zwar gerade nur bestochen, aber. Oh, kann ich den nächsten Auftrag annehmen? Oh. Salam alaikum. Es ist mir wie immer eine Ehre. Was war denn nicht so intelligent? Okay, gerade nochmal durchgegangen, jetzt haben wir da aber so einen blöden Fleck. Wo tun wir das am besten machen? Boah, wo habe ich hier denn keine Feuerwache? Wo tun wir das am besten machen? In der Machen. Doch.
Nein. Jetzt haben wir wieder so einen schönen Leck. Leck. Mein Hafen mag auf euch ungeschützt wirken, doch im Notfall steht ein ganz und gar ehrenhaftes Geschäft. Das hat sich gerade voll komisch angehört. Mein Hafen mag auf euch ungeschützt wirken, aber im Notfall steht mir ein ganz und gar großartiges Geschäft. Unser beider Welten rücken immer näher zusammen. Okay. Ich helfe euch gerne aus. Das war gerade nur Situationskomik. Okay. Let's move. Ah, Vogtei. Aber lohnt sich bei mir gar nicht. Ein Vogtei. Ja. Den Witz hat garantiert auch vor dir noch niemand gerissen. Hä? Ubi ist, glaube ich, der Erste. Ein fairer Handel. Safe. Und wann kommt's Copyright? Gestern. Ach, gestern schon. Halleluja, bist du da aber flott unterwegs. Was? Flott ist mein zweiter Vorname. Kommt nur bei den Frauen nicht so gut an. Ja. Ja, wieso wollen jetzt alle Häuser brennen? wieso wollen jetzt alle Häuser brennen? Ja, die qualmen ständig. Ja, die fallen auseinander, weil du kein. Ich hab Feuerwache. Nee, aber Zimmermann ist das Problem gerade bei dir. Wieso? Woher weil die Häuser das? Mit der Zeit auseinanderfallen. Dann ist immer der Zimmermann vorbei und baut sie wieder zusammen. Oh ja, hier fehlt sogar tatsächlich. Woher warst du da? Aber selbst wenn du Zimmermänner hast, wirst du sehen, dass sie auseinanderfallen, aber der macht es dann. Er macht das. Like a boss. Like a boss. Ah. Bounce, baby. Hey, Sebastian? Ja. Das habe ich jetzt nicht gehört. Und jeder hat bekommen, was er wollte. Warum wir gleich so beleidigend werden? Ich verstehe das irgendwie nicht. Seide. Ja, ich muss erst mal endlich hier Produktion an Kurve. Endlich hier. Von dir gerade voll auf Produktion. Produktion. Bam, badadam. Was Bauern an. Bräuchten wir, glaube ich, noch eine Seiden. Ein Seidenvorkommnis. Vorkommnis. Ah, Bier wird immer noch nicht genug. So, viel Spaß beim Grillen. Guten Appetit, Jeanette. Boah, ich will auch grillen. Verdammt nochmal. Ihr seid zu klug, um diesen Auftrag abzulehnen. Ich bräuchte's. Ich bin schon wieder auf den Desktop geflogen. Dürfte ich den Auftrag annehmen? Dann hol's dir. Allah segne euch für eure Zuverlässigkeit. So, und jetzt habe ich professionell vergessen, was ich wollte. Ach, also nicht unprofessionell, sondern einfach richtig professionell vergessen. Ja, darin bin ich ziemlich. So, oh, jetzt mal ein bisschen die Steuern erhöhen, bitte. Damit ich mal wieder ein bisschen Plus mache. Ihr habt viel über den Orient gelernt. So, Steuern erhöht, jetzt habe ich 960 Plus. Ich hab 500. Geld scheffeln hier, langsam gehe ich pleite. Die ganzen orientalen Gebäude sind so schweineteuer, ey. Ja. Ich fühle deinen Schmerz. Oh, Teppiche verkauft, jetzt geht's mir wieder besser. Fuck you. Der Rat der 10 dankt. Oh, 1620 Werkzeug. Na, da wird bei dir ein gutes Geschäft. Für Werkzeug. Wäre jetzt. Alles, das andere wäre ein bisschen arg krass geworden.
So, und dann auf zu... neuen Ufern. Ich hab noch 3 Minuten. Ich, hoffentlich ist mein Schiff in 3 Minuten bei Venezia. Zeit läuft. Ja. Al-Shabaab. So. Al-Dishu. Ich brauch mir Bier. Al-Dishu macht jetzt das, was es am besten weg für. Okay, du bist Krieg. Natürlich. Natürlich, aha. Natürlich. Das haben wir alle gehört. Ja. Was, mein Pupser? Ja. Ich gerade echt gepupst und in dem Moment sagst du es einfach. What the fuck? Ich hab ne Kirche, Lutscher. Jetzt kommt meine Kirche auch. Ich hab schon lange eine. Jetzt kommen die Glaubenskriege. Hm? Ah ja, ich hab schon lange eine. Ich hab schon lange eine. Ach scheiße, ich habe einen guten Fehler. Meine Ernennung zum Großvezier ist eine besondere Ehre für mich. Der Sultan ist jung und voller Tatendrang. Oh, nö. Doch weiß er auch den Rat eines alten Mannes. Erst mit Teppich. Seht ihr, was ich meine? Versteht, was ich meine. Ja, es tut mir leid. Ausziehen. Braucht dir nicht leid zu tun, Michi. Wir wissen alles, was du ein Wichser bist. Oh, der war. Also, ich muss ja sagen, also, den Clown hat er Tobi heute nicht verspeist. Was? Oder falls doch, dann wortwörtlich. So, jetzt ist die Kirche fast perfekt platziert. Bei mir ist sie perfekt platziert. Kann okay. Alles mit Patrizien ausbauen. Ja, aber wir müssen jetzt noch auf der anderen Seite mehr platzieren. Also bei dir. Ja, auch nicht mehr. Drei Tonnen Seide. Das ist ja nix. Bitte ist doch nix. Also bitte. Eine Produktion einfach nur schwach. Zum Erliegen. Nun, es gibt immer einen Grund, nicht wahr? Ach. Das hab ich genau nicht geschafft. Willst du mich verhunzen? Herr Wunz. Das, mein Boot ist jetzt echt exakt beim Venezia gekommen, wo das zurückgezogen wurde. Ich hasse es. Oh fuck. Was ich gerade noch viel mehr hasse, ich mache minus 500. Warum mache ich minus 500? Das klingt nicht gut, Sebastian. Ich fürchte, ich muss noch weiter in die Schulden gehen, wie gedacht. Ich kann dir aber keins mehr geben, ich bin selber pleite. Das ist gerade sehr schlecht. Okay, der Sultan wäre erfreut, würdet ihr mir diesen Dienst erweisen. Ja, kann ich auch nicht machen. Außer wohl in 30 Minuten Papier herstellen. Ich werde es auch in 30 Minuten nicht schaffen. Ich bin jetzt sofort im Minus. Kannst du im Minus sein? Ich habe keine Ahnung. Ich kann dir... Soll ich dir Gewerkzeug... Soll ich dir Werkzeug geben, damit du deine dumme Siedlung im Orient aufbauen kannst, oder? Nein, ich habe kein Problem mit Werkzeug. Werkzeug produziere ich genügend. Ich gehe es einfach Zeugs verkaufen. Ja, dann bau doch im Orient. Ah ja, bring doch voll viel Geld. Oder verkauf doch direkt dein Zeug bei einer Stadt. Das habe ich auch schon öfter gemacht. Weil ich verstehe es nicht, wieso deine Siedlung so klein ist. Ich würde gleich groß gemacht und krieg so viel Knete. Ich hatte noch den kompletten Level oder den kompletten Spiel noch nie mehr als 10.000. Außer direkt aber beim Start. Aber Wohnhäuser kosten noch kein Geld. Ja,
Aber Unterhalt und alles drum und dran. Weil die bringen ja mehr. Nomaden brauchen noch gar nichts, Alter. Die brauchen ein Sattelding, eine Milch und das war's. Hab ich schon eine Vogtei gebaut oder nicht? Ich bin gerade voll unschlüssig. Scheiße, ich weiß es nicht. Steht hier irgendwo noch Vogtei? Übrigens, man braucht Goldmünzen für Wege. Ja. Was? Bald wann hast du das jetzt da schon weg? Ja, ich kann meine Siedlung nicht vergrößern, wenn ihr ich keine Wege bauen kann. Ihr habt ein gutes Geschäft gemacht. Ah, Sebastian, ich geb dir Warte, der Northberg hat gerade bei mir eingekauft. Ich hoffe, ich hab noch keins. Alter, das ist die mieseste Runde Anno 1404, die ich, glaube ich, je in meinem Leben gespielt habe. Das ist traurig. Ich glaube, das kommt davon, wenn man halt bei jedes Mal neu anfangen musste. Oder weil du diesmal was anderes gemacht hast. Hey, wann musst du jedes Mal neu anfangen? Also wir haben insgesamt 4 Runden gestartet. Guck mal, jetzt hat Sepp das erste Mal nicht die erste Insel in dem Northberg und schon geht's ihm schlecht. Eiskalt. Alter, ich hab 452 minus. Wo ist mein Schiff? Warum ist mein Schiff hier? Warum habe ich das da hingeschickt? Wie Sebastian quasi im Führerbunker hockt und sagt, nein. Das Schöne ist, wie jetzt das da oben so die ganze Zeit rot blinkt. Ich weiß, dass ich im Minus bin. Feiglinger. Das gefällt mir. Verräter. Wir nehmen die dritte Bauernhütte von links. Mein Führer, diese Bauernhütte gibt es nicht. Oh mein Gott. Du musst erstmal 100 Werkzeug verkaufen. Bei 100 und du beschwerst dich. Übel, da kriegst du auch richtig Geld. Da, Northberg, nimm. Da ich meine Produktion so erweitert habe, dass ich kein Geld mehr habe, jetzt muss ich warten. Ich möchte eure Werkzeuge nicht. Bitte geht woanders mit diesen Beuteln. Das Abschaum. Und da ein Mann, der wollte mir eins Werkzeug verkaufen. Ich habe es umgebracht. Einer ihrer Betriebe Fazit der Geschichte. Verkauft kein Werkzeug an mich. Und der Mann, er war tot. Ja. So, gib mir Geld. Gib mir Geld. Ich weiß, dass du es willst. Ich gebe dir kein Geld. Gegen ein gutes Geschäft habe ich nichts einzuwenden. Ich schlage ein. Nimmt jetzt endlich an Form an. Achso, jetzt gehen wir noch nach Eisenhütten. Statt Eisenhütten. Ihr seid ein ehrbarer Mensch. Ich weiß, warum du Minus bist, Sebastian. Es könnte einfach am Namen liegen. Am Sebastian. An heißen Hüßenstern. So, ich habe jetzt ein Schiff, das tut es die ganze Zeit einfach nur Werkzeug verkaufen. Anders werde ich nicht überleben. Oh, das war jetzt mal sogar ein großer Einkauf. Ich muss sagen, ich bin gut. Freut mich für dich. Ja, mich auch. Sagen, ich kann dieses Werkzeug verscherbeln. Lasst mich euch ein wenig unter die Arme greifen. Alter, ein Schuldturm kostet einfach 7000. Soll ich Fisch verscherbeln? Gut, das ist so logisch, dass oder Eisen. Ach, ich verscherbe das Eisen. Da. Und wieder mal kommt der Geschichtslehrer durch. Was? Dass es so teuer ist? Ich weiß ja nicht, wie teuer Schuldtürme damals waren. Andererseits, ein Turm ist natürlich schon. Ich glaube, es war mehr so Abschreckung. Du musstest die Gefangenen ja auch nicht ernähren, weil entweder sind die halt verhungert oder. Niemand in der Stadt hat mehr Einfluss als ihr.
Ist mein Schiff schon bei Eisenhüttenstadt angekommen? Ja. Nein. Werkzeug. Kurang ist jetzt eine Kleinstadt. Bedauerlich. Dabei war es. Und jemand hat eure Stadt gemacht. Wird immer beeindruckender. Ja. Ich dachte, ich mach den jetzt einfach, weil. Warum nicht? Hast du denn überhaupt Papier? Nein. Du, betrachtet diese Baupläne als Geschenk unseres Volkes. Alter, und schon wieder habe ich keine Kohle mehr. Was macht ihr da eigentlich die ganze Zeit? Hast du vielleicht zu viele Gebäude, die unterhalten wollen, aber nichts liefern? Das kann durchaus sein, tatsächlich. Ein gutes Geschäft ist mir willkommen. Ja. Oh Gott, ey. Aber das, wie kann ich mich denn so verkalkuliert haben, dass ich minus 492 habe? Das wissen die Götter. Alter, diese Seitendinger brauchen so viel Platz und alles. Ja. Er schaut auf das Schiff warten. Das ist aus. Boah, lad halt dein Werkzeug aus. Wie lange dauert denn das jetzt? Danke. Ich werde diese Runde pleite gehen. Was hast du gemeint? Ich hab's nicht verstanden. Ich werde diese Runde auf jeden Fall pleite gehen. Ich werde diese Runde nicht überleben. Warum? Immer noch im Minus? Ich hab immer noch minus 448. Weiß nicht. Moment mal, wie sind deine Stöcke? Okay, du hast echt nicht viele Häuser, oder? Ja, da könnte ruhig noch einige vertragen. Ja. Ich kann aber nichts mehr bauen. Setz dich in Bewegung! Es gibt was zu tun! Ich habe aber kein Geld für Straßen. Du wirst noch Bekanntschaft mit meinem Schwert machen, du! Eure Ausgaben sind ja höher als eure Einnahmen. Unternehmt rasch etwas dagegen. Eure Ausgaben. Der Gerechte aber ist barmherzig und. Als ihre Einnahmen? Ach, echt? Und jetzt bau eine Siedlung, verdammt nochmal. Jetzt bau deine Scheißstadt aus. Wieso höre ich jetzt gerade die ganze Zeit diese. Meine Stadt brennt ab Musik? Weiß nicht, brennt deine Stadt ab? Ja, weil nördlich von deiner Stadt ein Gewitter ist. Ah. Das sind die ja. Hab ich nicht mehr mitbekommen. Hab ich jetzt auch nicht. Hä, kam gar keine Warnung oder so. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Ach fuck, ich bereite. Oh Mann, jetzt hab ich die ganze gewartet. Ich hoffe, ihr findet, wonach ihr sucht. Geld gegeben, jetzt kann ich nicht mehr. Mit diesem Handel bin ich einverstanden. Hat meine Entermannschaft entdeckt. Er hat sie auf mein Schiff getan. Der Kaiser könnte sich glücklich. Arme Mann ist einfach schon sehr senil. In der Orientsiedlung eines Mitspielers haben sich Gesandte angesiedelt. Boah, mir fehlt noch die Musch. Musch? Muschi Muschi. Wieso habe ich jetzt auf einmal. Ich verstehe dieses Spiel, da habe ich einfach nicht mehr.
viel Anno 1800 gezockt und dadurch die Grundlagen des Mittelalters vergessen? Ich weiß es nicht. Ich baue es auch mal einfach mal Vogteien, überall da, wo es vielleicht Sinn macht. Ja, ich weiß nicht so viel. Cool. Bitte? Dann hast du noch Unmengen an Finanzen, eine Vogtei errichten zu können. Ach, der Scheiße, Vogtei kostet ja, ne? Ja, klar. Ich könnte auch mal einen bauen, aber ich weiß nicht wo. Die Dinger nochmal. Wo? Ah, Stein sind sie. Nehmen wir trotzdem mal ein bisschen was mit. Kaufst du auch den ganzen Stein und so einen Quatsch? Ja. So, dann. Kann nicht klagen! Arbeit gibt's genug! Alter, jetzt habe ich die Steuern hochgenommen. Minus 780. Wie kann man sich denn so verkalkuliert haben? Das macht null Sinn. Boah, der eine hat mir für 10.000 Teppiche verkauft. Ganz ehrlich, auf deiner zweiten Insel, wieso produzierst du so viel Eisen? So viel Werkzeug? Weil ich das immer brauchst doch gar nicht. Und da wird das Schiff geändert. Pausieren. Pausieren reduziert es, glaube ich, nur um die Hälfte, oder? Ja. Aber ist halt alles recht. Greifst nach jedem Strohhalm. Ja, wahrscheinlich geht's dir so wie mir letztes. So, als Nittenstadt ist alles pausiert. Ja, yeah, ich habe 34 Tonnen Glas gekriegt. Weil Eisen, Werkzeugherstellung ist halt schweineteuer. Eisenproduktion. Steigt auf, gebt mir Kohle. Du hast drei Teppichknüpfereien. Weißt du warum? Weil ich jetzt das Zeugs endlich verkaufen will, um zu Kohle zu kommen. Aber du hast du Seide? Ja. Okay, dann weil die sind auch schweineteuer. Meine Gebäudeauswahl wurde vergrößert. Problem ist, glaube ich, jetzt, dass ich jetzt sogar weniger kriege, weil ich ja das nächste Bedürfnis nicht erfüllen kann. Was wird nochmal so langsam angebaut? Indigo oder Seide? Ich glaube, Seide ist langsamer. Alter, meine drei Teppichknüpfereien sind komplett ausgelassen. Jawohl, Salz, Schweinezucht, das kann ich mir alles nicht leisten. In ihrer Siedlung fehlt es an Gemeinschaft. Brauchen die Holzfäller bitte schön. Hey, wo geht denn das Holz hin? Okay, warum könnt ihr nicht aufsteigen? 21 von 49. Geben ist seliger. Ich hab übrigens nochmal 6.000 gegeben. Alter, das schuld ich dir eine massige. Ist egal, Hauptsache du bleibst jetzt dran und kriegst es hin. Ich würde an deiner Stelle sogar die ganze Werkzeugproduktion abreißen auf der zweiten Insel. Oder zumindest eine von beiden abreißen.
produzierst halt viel zu viel, als dass du dir leisten kannst. Weißt du, was sich mal gerade auffällt, was drüber gewesen wäre? Eine Handelsroute einzurichten. Was mit Mitspielern? Verdammt, ein Haus brennt, nein. Wie Handelsroute? Ja, zu einer neutralen Kraft. Ach so, ja, klar. Das wäre klug gewesen bevor, aber dann habe ich schon alles abgerissen gehabt. Und schon hast du 100 minus weniger. Ja. Was hat er gemacht? Ja, der hat halt viel zu viel Werkzeuge hergestellt und hat es nicht losgekriegt. Kaufen bei mir 5 Tonnen Werkzeuge, Alter. Vorbeikommen. Man kriegt keine Mahnung, wenn ein Gebäude brennt, oder? Doch, nur wenn es nicht gelöscht werden kann. Ja, also wenn es nicht im Einfluss gelöscht werden, weil wenn es im Einflusskreis von der Feuerwehr ist, dann wird es ja nicht angezeigt. Genau. Ja, es war aber nicht in eure Stadt zu kommen, war die beste Entscheidung meines Lebens. Mal sehen, ja. Kommt lieber nicht näher. Ich habe einige Kranke an Bord. Aber wie breit sind kommt die so? Näher. Ich habe einige Kranke an Bord. Siehst du, schon damals gab es Corona. Der Sultan erlaubt euch, diese Gebäude zu errichten. Gut, ich glaube, mit Corona wären die noch ganz... ganz gut weggekommen, ne? Nein, hör jetzt auch nicht. Ich meine, die meisten wären ja gar nicht... Die wurden ja gar nicht so alt wie die... Andererseits, Lungenkrankheiten... Ich meine, Tuberkulose und so... Nein! Okay. Jetzt habe ich aus Versehen geklickt. Und habe das falsch hingebaut. Ah, jetzt. Effekt gegeben. Wenn er es die. Da equal. Gerade sehr stressiges Spiel geworden. Ja, das ist doch mal was anderes. Kannst du nur da raus, ja. Oh, ich muss Lederwämse herstellen, das habe ich ganz vergessen. Ach, ich zum Glück. Ja, müsste ich eigentlich auch. Scheiße, jetzt mit der ganzen Apfelstation. Ja, den. Kann es sein, dass bei meiner Insel ein Gewitter hergezogen ist und ich habe das nicht mitbekommen? Ja, nördlich deiner Insel. Ach cool, aber es hat bei mir trotzdem anscheinend Dinge gekostet. Gebäude kaputt, oder? Ja, teilweise ist ein Gebäude kaputt. Ich glaube, das ist... Und mir fehlen auch teilweise Felder. Ja, okay, Felder werden da tatsächlich gebaut. Mittlerweile verlangen die theoretisch sogar einen Schuldturm. Alt, zumindest. Fehlt nicht mehr viel. Ja, ich kann ihn mir nicht leisten. Uhren, bei mir wollen die erstmal Bücher haben. Hä, die können die Würze knapp werden. Während denn dein Schiff nicht ausreichend Gewürze abliefert? Ja, ich glaube, das ist. Naja, aber es ist auch, es wird zu wenig produziert. Also wenn aber du sowieso schon weißt, dann warum fragst du dann? Wusste es noch nicht in dem Augenblick. Einfachste Mission ever. Auf
meiner Insel war ein Typi bei der Indigo-Plantage und meinte so, ich brauche 10 Tonnen Papier. Erledigt, weil ich auf der Insel Papier produziere. Kannst so, ja. Und okay klicken, hat sie erledigt. Wann kriegst du hier? Ja? Ja, ja. Nichts. Okay. Also, ja, diese Runde fordert einiges von mir. Aber du bist doch Profi. Sieht man ja daran, wie gut es bei mir läuft und dass ich dir jetzt mittlerweile, glaube ich, insgesamt 14.000 schulde. Egal. Da wir so ohnehin nicht gegeneinander spielen, das Geld sowieso nicht so wichtig. Hall und Grau. Also ab irgendeinem Punkt das Geld auch nichts mehr. Weisheit des Lebens. Ja. Hey, ich bin auf minus 80 runter. Beim Einkommen oder beim Vermögen? Dass ich nicht anscheinend habe ich nicht genügend Leute aufsteigen lassen oder so. Kann man eigentlich eine Vogtei auch bei den Arabern? Ja. Macht das Sinn? Ja, macht Sinn. Macht weil sehr, sehr viel Sinn. Die Unterhaltskosten sind sehr hoch bei den Orient. Na, da muss ich da mal eine schieben. Boah, ich hab eh noch. So, wir nehmen jetzt mal ein paar Teppiche mit und verkaufen die. Wenn du guckst, Teppichknüpferei kostet 60 im Unterhalt. Ja, macht echt Sinn. Aber irgendwie bei mir will keiner mehr handeln. Ich habe schon Ewigkeiten kein Handelsschiff mehr gesehen. Habt ihr was damit zu tun, oder? Ich hab eins meiner Kinder nach euch benannt. Halt, die Show soll doch eigentlich... Ich überlege gerade, ob ich mir ein bisschen Glas abbetteln soll. Von gewissen Personen. Bei mir kannst du abholen. Oder so, wie du willst. Ich habe gerade kein Schiff. Ich habe leider auch kein freies Rad. Ja, warte mal, weil, glaube ich, tatsächlich das, was mir am meisten helfen würde. Boah, okay, aber es dauert ein bisschen, weil mein Schiff gerade Richtung Süden. Willst du Glas verkaufen oder was? Nein, nicht Glas verkaufen, sondern ich würde sehr viele Probleme, glaube ich, lösen. Weil ich jetzt auf Engpässe komme. Oh mein Gott, ich werde beobachtet, sagt der Venezia. Ah shit, ich brauche hier Stein. Minus 30. Yeah, ich komme gleich mit dem Schiff einfach mal zu dir, zu deiner Hauptinsel. Wen meinst du jetzt? Ich. Ich hab halt kein Schiff vor Ort. Achso. Aber warte, nee, komm an die nördliche Seite von meiner Insel. Von welcher Insel? Meiner Hauptinsel. Okay. Komm ich, sobald ich Teppiche verkauft habe. Teppiche bringen ja massig. So, das ist kein Problem, das ist kein Problem, das scheint aber ein Problem zu werden. Also bauen wir etwas. Also ich schmeiß dir Glas über Bord am Nordende meiner Insel. Ja, aber erst bitte, wenn ich dort bin, weil sonst verschwindet das schneller. Dann sag's halt Bescheid, wenn's soweit ist. Jo. Ah. Gott. Produziert zu viel Quarz. Quarz. Oh, ich muss mal wieder die Schriftrollen kaufen. Fällt mir auf. Ah. Ja, das fehlt mir auch noch. Ich bin auch noch nicht Level 3 bei dem Typen. Ja, ich auch noch lange nicht. Jetzt. Rest nicht so.
cool. Ich habe von dem Typen Gegenstand bekommen. Das bedeutet, ich bekomme jetzt jedes Mal, wenn Leute bei mir handeln, kriege ich immer Milch obendrauf geschenkt. Als Zoll. Ah, habe ich das eigentlich installiert hier? Ich habe außergewöhnliche Waren. Ich stimme dem Handel zu. Das habe ich schon verstanden, aber das, was Dings gesagt hat. Nee. Ich danke euch im Namen des Sultans. Das muss noch gut. No! Oh, was hätte ich denn? Nein, wieso werden die verwenden? Warte mal, könnte ich jetzt sogar Plus machen? Jo! Ah ja, so wird sich euer Stadtsäckel wieder füllen. Ja, Gigi. Boah, Schnauze, ey. Bei mir kommen jetzt alle Produktionen zum Erliegen. Alle meine Lagerhäuser voll sind. Luxusprobleme. Ja, ich sage, die Runde produziere ich wie blöd. Die Taktik ist bei mir nicht aufgegangen. Ja, ich bin auch so gefahren, dass ich erstmal eine Riesensiedlung gebaut habe. Gut. Schiff ist unterwegs. 5 Tonnen Fisch, 5 Tonnen. Ich melde mich, wenn es angekommen ist. Ernsthaft, ihr braucht Brot? Oh nein. Oh fuck. Nicht oh für nein, eine Mission. Ich muss den ganzen Quatsch hier mal überprüfen. Wie ging das Doppelklicken? Sieht man. Wenn ich meine Steuereinnahmen auf normal mache, dann bin ich bei minus 150. Fuck. Hä, hey, wieso kommt hier kein. Nein! Oh. Nein! Scheiß Mission. Kein Grund, die Mission zu beleidigen. Doch. Ach Gott, bald kommen ja dann wieder noch die ganzen Medikusse. Aber erst mal eine Adelige hat, oder? Ja. Dank euch führen wir ein sorgloses Leben. Medikusse. Oder Mediki? Medikusse. Absolut keine Ahnung. Edeka. Edeka. Ja, ich habe gerade verstanden. Da bin ich ja froh, dass wir beide das gleiche verstanden haben und beide uns keinen Reim draus machen konnten. Bei Edeka gibt's auch Medika. Meditonsin. So wie der Scheiß heißt. Dann meine Bürger etwas, ne, meine Patrizier dann etwas unzufrieden. Deine Patricias? Ich brauche ein Schiff. Jo, Sepp, wo bleibst denn du? Schiff ist fast da. Du. Handelsprivilegien durch Gesandte erhalten. Achso, stimmt ja, das gibt, die Kombination funktioniert ja von wegen. Die merkt. Gesandte, ich habe, desto weniger Bauern brauche ich, um aufzusteigen, richtig? Ja. Nee, desto weniger Bürger brauchst du, um zu Patriziern. Ja, so meine ich ja. Aber ja. Den Bonus gibt's auch noch. Da, Sepp, das kleine Bötchen schmeißt dir 37 Glas raus. Sehr geil, danke. Oh ja. Das Boot ist glücklich.
Wir sind Nomaden und brauchen nicht viel. Wir wollen mehr Milch. Ich glaube, bei mir hat in den letzten 15 Minuten nicht eine einzige Person gehandelt. Oh, 11.000 für Teppich. Vielleicht ich muss auch Teppich verkaufen. Das so ich auch. Bringt. Teppich bringt richtig viel, ja. Ja, bei mir hat noch kein einziger mal abgeholt. Ich habe auch das Gefühl, dass sie bei mir auch nicht mehr so wirklich mehr Bock auf Teppich haben. Diese Baupläne könnten euch nützen. Aber du kannst den Teppich halt einpacken und hinbringen. Nicht ja. So viel, aber ich mache das jetzt einfach mal. Doch, ich glaube, das bringt dafür 100 pro Stück. Also es lohnt sich immer. Na gut, dann fahre ich mal hin und verkauf's. Ich glaube, es hat gerade irgendwie echt jemand... Ja, Lord Northrop hat, glaube ich, gerade gehandelt. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Weil da wollte ich gerade machen, ach so, hier. Noch ein bisschen Milch. 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 Mann, fucking Kaffee ist immer so langsam, ey. Gib mir auf den Sack. Luxusprobleme. Ich hab zwar ein Torpedoboot, aber ich werde mir so ein Schimmelboot bauen. Weil die Strecke so kurz ist, da brauche ich kein Torpedoschiff. Ja, wäre mir zu schade, weil mit den kleinen orientalischen Booten, wenn du zwei Segel drauf hast, dann kannst du so schnell rumpacen, dem Ding. Ja, ich habe auch eins für zwei. Wir können echt froh sein, dass wir den Piraten noch nicht getriggert haben. Ja. Ja, sonst hätte ich jetzt nicht ein Problem. Ich wäre auch am Arsch gewesen. Ist halt übel mit seinen 6.000. Wenn er einen Krieger klärt, ist er vorbei. Stimmt. Es braucht wirklich nicht viel, um diese Aufgabe zu vollenden. Wie gewitzt, mich so an der Nase herumzuführen. Du auch. Ja, in meiner Hauptstadt, das wird lustig. Ja. Ich muss zum Gauklasse. Ah, ich hab sie gefunden. Nicht mehr lang und ich kann mir diesen Acker kaufen, anstatt ihn nur zu pachten. Kann ich sowas von vergessen bei meiner Stadt? Weiß ich, oft finde ich die Leute nicht dadurch, dass ich das so richtig schematisch durchschaue, weil da finde ich niemanden, sondern es ist dann einfach, ich gucke irgendwann random drauf, oh, da läuft er und kick den an. Also wenn ich wirklich Straße für Straße durchgehe, habe ich dann finde ich die irgendwie nie, die Person. Ich habe einen Grafikbug, gerade mit diesem Strichmännchen. Ja. Boah, der geht auch gar nicht mehr weg. Ja, der muss wieder despawnen, das ist eher so ein Männchen, was halt eigentlich in deiner Stadt rumläuft. Die Person sieht halt einfach wirklich so aus. Ich find's krass, wie ihr irgendwie immer so viel so Ruhm kommt durch Handelsbeziehungen und irgendwie bei mir so. Ja, die kaufen halt immer und dann labern die mich voll. Weiß ich was. 30 Teppich hat mir jetzt 3.000 gebracht, wenn ich sie verkaufe. Ich glaube, wenn sie den selber holen, dann kriegst du mehr. Kriegst auf jeden Fall mehr. Alter, hört auf mich alle voll zu labern, ohne Witz. Oh, man kann... Es wäre so viel einfacher, wenn man die Bereien auf den orientalischen Inseln... Obwohl, da braucht man ja auch gar nicht. Ganz auf die Brücke fahren in 5 Minuten, mal gucken, ob das hier noch. Ja, also Werkzeug und Stein kaufen die aber weiterhin. Ja, das ist irgendwie so das, was die irgendwie noch brauchen können. Die sind da irgendwie echt geil drauf auf das Zeug.
Bauchtrenzerin bringt 2.520 Ruhm. Das ist schon eine verdammt hohe Kohlezahl. Oh, ich habe jetzt einen Bauplan Kohlebergwerk bekommen. Aber ich habe sowieso gleich Adlige, also brauche ich den gar nicht. Ja, dann gib mir. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Da kannst du ja sogar abholen. Komm sofort mit dem Schiff. Aber du musst zum Orient. Oder warte mal. Ja, ich weiß, ich muss zu der Insel. Denke ich mir jetzt mal. Und zwar zu. Welche denn? Kannst du kurz kriegen? Die große. Alt war's, gell? Ja. So, warum wollt ihr nicht aufstehen? Das ist die? Ja, das ist die. Ich fahr hin. Schiff ist unterwegs. Wasserstand ist niedrig. Das ist jetzt, willst du mich verarschen? Ja. Junge, was redest du? Ja, Noria halt. Ist leer. Oh, ein Segel. Ich hab jetzt schon wesentlich mehr Gebäude als im letzten Spiel. Ja, geht mir genauso. Vor allem finanziell läuft es endlich mal stabil. Stabil. So, Nori auf 2000 hochgemacht. In der Orientsiedlung eines Mitspielers haben sich Gesandte angesiedelt. Okay, wie halt der. Wird das alles so schnell hinkriegen? Naja, mir. Boah, Stück für Stück halt. Ja. Ich verliere nur immer so schnell den Überblick. Ja, geht nicht. Bei allem. Ja, ich hab auch dass immer. Dass ich nach gar nichts mehr mache. Genau, ich hab auch ab und zu den Moment, wo ich einfach nichts mache. Und dann nehme ich mir einfach ein neues Ziel vor und dann gehe ich dahin. Aber ja, so Situationen habe ich, wo ich einfach mal so 10 Minuten davor sitze und einfach nichts mache. Guck einfach so. Wie sich das alles so verhält und so. Ja, die Gebäude an. So, Lederwämser werden produziert. Ich hoffe, ihr seid endlich happy. Oh, die muss ich auch noch produzieren. Du hast noch keine. Ach, komm schon. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr hier. Fuck. Warum? Euer Beistand in dieser Angelegenheit. Ich habe nur noch eine Minute, 2 Minuten für die Mission, muss von Orient Stadt, nach Rom fahren. Dort jetzt wird in meiner Hauptstadt wird schon Ritter und die Bauchtänzerin. Oh mein Gott, bin mir eine Hexe gesucht. Ritter kenne ich auch. Welcher wird. Stadt? Hier unten? Ja, ich muss jetzt echt mal. Mein Schiff kommt gleich an bei dir. Meine Frau sagt. Ihr müsstet heilig gesprochen werden. Mindestens. Jo, ich mach es dir runter. Goldfurt, okay, Goldfurt wird eine Hexe gesucht. Fuck. Herr Stadtmüller, warum wird jemand gesucht? Wieso ist der Auftrag weg? Gut, ich hab's dann. Nimm dir die Kiste. Nein, aber nur ein Ritter wurde, glaube ich, für alle gesucht. Komm schon, Boot. Fuck, nur noch eine Minute. Das wird nix. Dafür habe ich jetzt so viel Ressourcen verschwendet. Also man kriegt wesentlich mehr Geld, Lukrativ. Wenn die zu dir einkaufen kommen, als wenn du selber trinkst. Die mit fast 100, also 100% mehr. Alter, ich hab grad plus 250. What the hell? Hast du den Bauplan aufgenommen? Ja, den hab ich schon. Kurz? Ja. Hast du schon eingeatmet? Krass. Das Lustige ist, wenn ich mit dem Mauszeiger über die Mission gehe, dann pinkt er mir schon, wo die Person war. Okay. Also, der hat einfach hingepinkt. Also, ihr kennt das ja, wenn man drüber hovert, dann blinkt es ja immer. Ja, bei mir ist der Ritter. Allah segne euch. Das kotzt nicht. Ja, okay. Also, ich auch nicht mehr. Und der hat dann einfach, der hat dann einfach ganz rechts von meiner Stadt gepinkt und ich so, ich guck da hin und genau da läuft er. Okay, das heißt, das kann man sich für die Zukunft merken. Weiß nicht, ob das jetzt einmalig war, weil ich habe da auch nie drauf geachtet. Ich habe immer geguckt, ach, die Insel und bin halt hin. Aber jetzt einfach so, weil er hat nicht auf mein Konto gepinkt, sondern irgendwo in der Stadt und ich guck da hin und genau da ist er gelaufen. Die Details bleiben besser unter uns. Ach, jetzt haben es auf einmal alle Bock zu handeln.
2000. Eine Eisenhüttenstadt wurde gehandelt. 17 Tonnen Werkzeug, 24 Tonnen Stein. Gut, dass da nicht mehr produziert wird. Bücher, Moment, genau. Also wird die Mission nicht mehr angezeigt. Wenn es weiter nichts dann, ist. Hat die schon jemand erledigt, ja. Okay. Dann ja, mussten wir dann alle in meiner Stadt den Typen suchen, oder? Ja, ich glaube, es wurde generell ein Ritter gesucht. Schön, das darf ich Papier herstellen. Ja. Die Papiermühle keinen Hä? Ja, guck, jetzt bist du sogar weiter als ich. Nein, ich kann es aber noch nicht. Ich lebe trotzdem hart am Limit. Gut, okay, du hast aber auch ziemlich viel Finanzspritzen. Ja. Eben. Und ich kenne Tobi, ich werde es ihm irgendwann zurückzahlen dürfen. Ein gutes Geschäft. In der Kreide. 14.000 im Minus. Bei mir. Achso, ich hab grad gedacht, ich spiele. Okay, nächste Stufe ist... Ich helfe euch gerne aus. Ich kann keine Seile verkaufen. Ja klar, verkauf Seile, Alter, die sind richtig gut. Ja, ich hab das einfach schlicht nicht gemacht. Ich hab gedacht, ich hätte das schon lange eingestellt. Eingestellt. Jetzt allein gezogen. Oh yeah. Es gibt Kohle. Ein Schiff jetzt endlich. Wir brauchen Fisch. Lukrativ. In jeglicher Hinsicht. So. War ich erst zu dir. So schön von dem Spiel. Auf dem Desktop. Wie viel gibt es mit 2000 für das? Also wie gesagt, also wie schon ein erstklassiges Segeltuch. Ich habe das öfteren gesagt. Viel Teppich herstellen und verkaufen. Ob ihr es jetzt zu dem hinbringt oder selber verkauft, ist Wurst. Also es bringt so oder so viel Geld. Mehr wie viel Indigo und Dings brauche ich für einen Teppichteil? Ich mache immer zwei jeweils auf eins und dann gucken. Also zwei Indigo, zwei Seide und dann gucke ich danach, wie das sich entwickelt, weil irgendwann siehst du ja, dass beide steigen. Heute habe ich auf dem Bazar besonders viele Kamele verkauft. Aber aufpassen, Knüpfereien sind teuer. Bald. Naja, ich habe plus 800. Oh nice, ich komme sogar. Wenn es weiter nichts ist, womit ich alle meine Steuern ganz unten sind. Okay, krass. Aber ich hab halt meine Stadt jetzt wachsen lassen. Guck mal, wie viele Patrizier ich mittlerweile habe. Bisschen du grün. Das ist jetzt nur weil der mein Orient. Nur weil ich die Orient die Gesandten habe, darf die Stadt jetzt auch weiter wachsen, ohne dass ich mehr Dörfer baue. Ihr werdet wieder von mir hören. Ich habe mich auch mal gefragt, wie die KI und so das machen. Und der Sepp hat es ja erklärt, durch die Gesandten kann man das machen. Aber jetzt muss ich noch zum Sultan. Ach, danke. Nein, kauf ich erstmal das Zeug. Warte mal, geht zum Northburg. Ja, da. Scheiße. Schiff. Ihr werdet wieder von mir hören. Wo ist mein Schiff? Ihr seid äußerst vielseitig. Ein fairer Handel. 3000 Bücher. Euer Bemühen wird eines Seile verkaufe.
Der Rat der Zehn Dank. Jetzt brauche ich ja, ich brauche für Ding das Zeug. Erstmal hat mal einer Teppiche gekauft. Deine Teppichding ist oder gekommen. Was zeigen deine Teppiche? Was? Lieder, wir haben zwar den Kunden da deswegen produziert, aber... Wie schön euch! Was verschafft mir die Ehre? Sucht ihr Trost im Glauben? Ich brauche mehr Dinge. Welch barmherzige Gesten! Oh, danke. Wer noch sagt, ich wollte mein Geld ohnehin nicht mit ins Grab nehmen. Also Sepp hat mir Geld zurückgegeben. Das erfreut mich. Ja, jetzt schulde ich ihm nur noch die 4000 vom Anfang. Und 34 weitere Minuten. Ja, davon reden wir doch nicht mehr. Ich warte auch mal darauf, dass bei mir mal ein Bettlerschiff kommt. Ein gutes. Wir wollen uns Städte, wo es reiche Leute gibt. Ja, ja. Wenn die da ankommen, dann werden die quasi Forster. Wenn die da ankommen, werden die erstmal ausgeraubt. Die werden dann erstmal angefettet. Naja, Moment. Ein gutes Geschäft ist eine willkommene Abwechslung. Ich bekomme regelmäßig... Und selbst ein Volk noch so, was? Jetzt kommen die Penner und stellen auch noch Ansprüche, oder was? Ja. Kommt hier nicht umsonst auf die Insel. Ich kann mir das Rollen nicht leisten vom Wie vom schön, Dorf, euch wiederzusehen. Okay, dann warte ich halt. Damit kann ich leben. Bei meiner Orientroute sollte ich noch Indigo transportieren. Das gefällt mir. Hier auch. Ja, wie in meiner Stadt, überall Häuser zusammenbrechen. Okay. Warum das denn? Keine Ahnung, also irgendwie sind gerade 3-4 Häuser auf einmal so brüchig geworden. Obwohl ich halt überall Zimmermänner hab. Apropos Zimmermänner, die immer schon dabei sind. Oh fuck, irgendeine Noria war doch glaube ich kurz vorm Leergehen. Irgendeine Noria war kurz vorm Leergehen. Ja, die. Hui! Und alle Menschen, die in dieser Noria gelebt haben, sind tot. Sie wurden einfach nur nicht mehr gezahlt. Dann an der Hitze zugrunde gegangen. Alter, jetzt hört mal auf kaputt zu gehen, ihr blöden Häuser. Was erwartest du jetzt? Dass die schreien zu Befehl? Ja, ja, das genau. Gefühl, da sind überall Mietnomaden, die einfach nur auf die Häuser scheißen, wo sie drin wohnen. Wer weiß? Wollte ich gerade sagen, wer weiß? Dank euch haben wir es hier schon weit gebracht. Und ja, mal schauen wir mal nach, ob die Grundbedürfnisse gedeckt werden. Ah, endlich kann ich Quarz. Quarzen.
Okay, 11.000. Ja, die Teppiche sind echt. Okay. Die sind echt Meter, ne? Mhm. Dein Volk verbraucht sogar relativ wenig davon, das heißt, du kannst viel verkaufen. Ja. Ich bin gern bereit mit euch. Alter, mein Orientschiff. Das ist abgeht. Ja, mit zwei Segeln geht das Ding übel ab. Dass das nur so wenig Laderaum hat. Dafür gibt's halt ein großes. Ja, soweit bin ich noch nicht. Auf meine Gastfreundschaft könnt ihr immer zählen. 200 Ruhm. Ah, schön, dass ihr da Grund seid. Hatte ich auf der Insel. Oh, thank Gott. Es fehlt jetzt hier Werkzeug. Oh, nur weil das scheiße. Jetzt hätte ich fast vergessen, diese Person abzugeben, die ich schon längst gefunden habe. Wo ich vorhin noch so geprahlt habe. Ich bin so krass, ich hab direkt gefunden. Tja. Hochmut kommt ja immer bekannt. Die Ritter sind begierig, ihren Kampfesmut unter Beweis zu stellen. Großartig! Ich überbringe den Rittern gleich eure Order. Ich glaube, hier muss man Steinstraßen ausbauen, ansonsten. Seht dann nicht mehr so viel. Eine Sekunde abwesen. Eins. Es ist auch ein Gag, der bietet sich einfach an. Normalerweise bin ich auch niemand, der auf sowas anspringt, aber jetzt bin ich gerade so konzentriert im Spielen, dass ich einfach nur Müll laber. So, baue ich mal wieder so ein kleines Müllschiff. Was kann ich denn hier verkaufen? Eisen, weg damit. Was hast du denn gegen Eisen? Weil ich es nicht brauche. Wie viele Einwohner habt ihr insgesamt? 5.000. 2.000, nein, 200. Ja, 2.950. So. Wow, jetzt kriege ich echt für eine Mission 24 Tonnen... Was soll ich schon sagen? Werkzeug.
Meine Lager steht. Habt ihr gesehen, wie dieser Ritter... Kommt nur und seht euch in... Ihr habt ein gutes Geschäft gemacht. Nehmt euch ein Herz und lasst uns in eure Stadt. Fällt mir jetzt direkt ein Stein vom Herzen. Und dann nehmt doch endlich etwas, bevor hier alles den Bach hinuntergeht. Lasst mich euch ein wenig unter die Arme greifen. Okay, und mehr Bürger können, mehr Bauern können jetzt auch theoretisch aufsteigen. Das ist immer so geil, diese Bilder oben rechts, wenn du so ein Bürgerhaus anklickst oder allgemein so ein Einwohnerhaus. Der immer so lacht, und du ziehst die Steuern hoch, gleich so. Mhm. Voll angepisst. Ja. Ich habe eins meiner Kinder nach ihm benannt. Steuern hoch. Ja, es lebt sich ganz okay. Nein, Haus. So, wie viel? Drei Häuser können zusätzlich aufsteigen. Oh, die haben jetzt sogar genügend Bücher. Geil. Oh, Bücher dabei, oder was? Brauche ich nur noch genügend Patrizier, um mit Schuko zu kommen. Die mit Absicht niedrig gehalten, damit ich erstmal meine Stadt wieder ausbauen kann. Oh, wir sind jetzt schon bei 3100. Es geht aufwärts. Das meiste sind zwar Bürger, aber... Hey, du hast genauso viele Leute wie ich. Ist das wahre Macht? Das ist ja, ist wahre. Es. Als Maul. Ja, danke, dass du mir ausmachst. Hä, wo fehlt's denn dem dir schon an Gemeinschaft? Irgendein Gebäude ist wahrscheinlich nicht angeschlossen. Klick auf das Symbol, dann springst du genau zu einem Häuschen hin. Ja. Nee, jetzt hat's... Natürlich ist der Marktplatz 1 falsch platziert. Ernsthaft, okay. Gibt's hier Gruselisten? Oh Gott sei Dank nicht meine. Ja, das ist so genau neben meiner. Ja, meine erste Reaktion war gerade auch so, oh fuck. So, für Bücher braucht man Glas. Scheiße. Wer Sünde tut, der ist der Sündeknecht. Was sagt meine Person? Wer Sünde tut, ist, und dann habe ich es weggeklickt. Ja. Moment, da muss ich dich jetzt auch. Ihr kommt, um mir eure Verbundenheit zu bekunden. Eure fortwährenden Bemühungen. Wie kann ich euch helfen? Das hast du nicht gesagt. Was hab ich gesagt? Ihr verbreitet nichts als Lügen. Ja. Das nehmen. Ihr habt ein gutes Geschäft gemacht. Eure Nächstenliebe sollte uns... Alles klar, Schulden abbezahlt. Ich melde mich dann, wenn ich das nächste Mal in der Krise stecke. Ich kann immer noch kein Glas produzieren. Hä, hey, was fehlt dir denn noch? Hast du kein Quarz? Deine Insel kein Ding, oder? Nein, es gibt schon Quarz, aber ich hab's bisher noch nicht machen. Es ist... Cause you had no money? Frage Cause I had no Bauplan. Oh. Der Sultan macht Quarz. Euch diese Baupläne zum Geschenk. Ja, Quarz bringt das, wenn ich es richtig noch im Kopf habe, auch irgendwie eine Menge Kohle. Mal gucken. Ich verkauf's halt direkt bei. Mein Hafen mag auf euch ungeschützt wirken,
Doch im Notfall steht mir die gesamte Flotte des Sultans zur Verfügung. Eine Stadt für das Paradies. Speichern. Kommt hier oben schon Indigo an? Hätte ich nämlich irgendwann mal. Cholera! Bücher produzieren. Na also. Ja. Glas. Oder für das aus. Wie findet ihr meine orientalische Stadt? Ich guck gleich, sobald ich den Schulturm hingesetzt. Ja, ich helfe euch gerne aus. Gell? Du hast von mir gelernt. So ungewohnt für das Volk. Ja. Ich glaube, selbst meine sieht nicht so geordnet aus. Oh, ich habe den ganzen Stein verbraucht. Weil man kann es halt so geil bauen, weil die halt keine krumm und schiefe Gebäude brauchen, wie die normalen. Also wie die im Occident. Ich helfe euch gerne aus. Die Occident. Oh. Da hat ja eins ist 4 lang, das andere ist 4 breit und 5 lang und was weiß ich. Ja. Naja, Quarz bringt jetzt. Quarz. Deine orientalische Stadt, Tobi. Wir sind einfache Nomaden. Salam alaikum. Ja, die 7 Gebäude sind einfach sehr ansehnlich. Ton, ich bräuchte bald Ton. Ton, das hat er nicht gesagt. Polen, ich habe gehört, ich brauche Polen. Ja, Polen, genau. Auch Erntehelfer, hallo? Sehr diskriminierend, die nur auf Erntehelfer. Man kann doch auch Studenten dafür einstellen, um ihren Buffer abzuarbeiten. Könnte man. Das war ja eine Idee. Man sagt, okay, ey komm, wir bieten es den Studenten an, damit sie, also der Staat bietet es den Studenten an, damit sie damit ihr Buffer abarbeiten. Bei 6 Euro Stundenlohn. Mhm. Kannst du dich auch gleich als Sklave verkaufen. Das gefällt mir. Oh, die Teppiche wurden. Was bringt eigentlich der komische Benedikt da? Was? Ich habe keine Ahnung, was der komische Benedikt da ist, also. Ah, ein Wallfahrtsort steht da. Ich habe erst den Namen von einem. Was? Ein Mosaik wird hergestellt. Was bringt ein Wallfahrt? Mosaik! Ja, wird bei mir auch gerade hergestellt. Die dramatische Musik. Und mal wieder Teppiche verkaufen gehen. Meine Frage wurde nicht beantwortet. Was bringt der Wallfahrtsort? Keine Ahnung, was es sein soll. Der Wallfahrts... Ich habe keine Ahnung. Gebe ich den also da die ganze Zeit umsonst Brot? Keine Ahnung, vielleicht helfen... Kriegst du davon Ruhm oder so? Ich weiß es nicht. Ja, was... Boah, was, sie hat eine Erscheinung. Ja, und was jetzt? Ja, ich glaube, ich helfe denen nur dabei, andere Leute auszubeuten. Ich glaube so. Der hat eine Erscheinung, was sagt mir das? The Shining. Und The Shining. Jeder hat bekommen, was er wollte. Ein gutes Geschäft ist mir. Ich habe echt zu wenig Stein. Eine Gratis-Kohlemine. Danke nochmal. Gratis-Kohlemine in jeder dritten Packung. Eine Gratis-Kohlemine. Okay. Ich denke, okay. Wir sind immer so eine 90er Jahre vor. Ein gutes Geschäft. So Cornflakes oder sowas.
Gott, wie viele Inseln da noch sind, die wir nie entdecken werden wegen Ja, irgendwann werden wir schon mal Hassan besuchen gehen. Nein, aber wenn wir alle die fetten Kriegsschiffe haben, dann machen wir ihn komplett kaputt. Genau. Ja. Ich weiß gar nicht, ob man ihn zerstört. Nee, das ist schlecht, dann handelt er ja nicht mal mit dir. Stimmt. Naja. Aber wir stehen einfach immer davor und versenken immer seine genau. Schiffe. Ja. Achso, ich wollte gucken, ob ich eine große Werft bauen kann. Ich brauche keine Schiffe. Eine große Werft braucht der Junge. Ich kann natürlich keine Jammers bauen. Ich kann auch mal bauen, sagt der andere Junge. Aber ich habe keinen Stahl. Sepp hat wieder rausgetappt. Ja. Oh, falsch. Das passt, ja. Dass du auch nie was sagst, so von wegen, ey, sorry, oder einfach ab. Gott, er sagt ja nie mehr etwas. Ja, sein Bruder braucht bestimmt wieder irgendwas von ihm. Ja. Internet. Wenn es weiter nichts ist, womit ich behilflich sein kann? Ja, nicht hoch. Jetzt, wo meine ganzen Nomaden aufsteigen. Ich werde dem Kaiser von eurem Einsatz berichten. Alles. Ja. Okay, der blöde Schulturm braucht so viel Stein. Let's go! Oh. Hast du schon adelige Tobi eigentlich? Ja, wollte gerade mit dem Let's Go machen, weil alle Häuser bei mir upgraden wollten. Dann habe ich drauf geklickt und dann ist irgendein so kleines Haus aufgestiegen. Ja. Ich kann euer Zaudern bei diesem Auftrag verstehen. Versenken das flüchtende Schiff. Ich hab abgelehnt. Wo ist denn das Schiff? Weiß man das? Erst wenn du es annimmst, erscheint's. Ach, ich guck mal, wo es ist. Okay, das ist. Weit weg für mich. Immer so übel, ey. Ich vergesse immer, dass ich Mosaik zu meiner Hauptinsel bringen möchte. Die aufsteigen können. Und dann bringe ich den 60 Mosaik und ist sofort weggefressen. Weil ich halt so viele Nomadenhäuser habe und ich glaube, die brauchen noch 3 Mosaik pro Gebäude oder ja, so, keine Ahnung. Ja, ich brauche 4, warte mal, ich guck mal. Kann man das sehen? Oder beobachtest du? Ja. Woher weißt du das? Wenn du auf Aufschiebsrecht voll rein überhaberst, dann siehst du. Bei Aufstiegsrecht. Wenn du aufs Haus klickst, du kannst ja dann sagen, steig da auf. Gratulation. Ja, da steht Aufstiegsrechte. Also, wenn ich auf ein Nomadenhaus klick. Ich hab tatsächlich nie von dem Wallfahrtsort gefunden. Wo, Michi, wo sehe ich das jetzt? Warte kurz. Du drückst auf das Haus drauf und dann hast du ja diese Schiffrolle. Mhm. Jetzt einfach mit der Maus. Ach so, das Symbol. Ah ja, ich hab. Ja, danke. Ein ganz und gar ehrenhaftes Geschäft. So. Ja, schreit auf lauter. Die Details. Eine gar vergnügliche Entwicklung. Was habe ich denn jetzt angenommen? Versenken Sie das flüchtende Schiff. Ja, dann mach mal. Ja, ich bin schon unterwegs.
wer zuerst da ist? Darfst du gerne machen. Ich bin ja meilenweit entfernt. Seid ihr an den Kostbarkeiten des Allah fairer Handel? Was? Eines meiner Schiffe? Allah segne euch für eure Zuverlässigkeit. Allah! Ja, wegen der Mission, die sie angenommen haben. Ich hab keine Mission angenommen. Ja, aber Michi. Ah, oh, weich! Jetzt werden meine Schiffe angegriffen. Wo denn? Kannst du mir zeigen? Da unten? Geht nicht. Ja, welches Bauvorhaben plant ihr? Ich sehe es nicht. Bei meiner Insel. Ihr werdet wieder von mir hören. Such noch. Ich weiß nicht mal, wo deine Orient-Hauptinsel ist. Ja, ich ehrlich gesagt. Ah, da. Ja, dann. Danke. Hast du die irgendwo im Schatten gebaut? In der Nähe von dem Piraten? Das kann nicht so schön sein. Julius, das ist unmöglich. Das flüchtende Schiff ist. Ja, jetzt wird es so weiter. Ist in der Mitte der anderen. Ist in der Mitte das der Map. Ist nicht. Oder? Das jemand hat eine andere Mission angenommen. Ich glaube, oh je, ich glaube, ich brauche jetzt doch mal ein Kriegsschiff. Also mein Schiff fährt schon hin, aber dauert halt kurz. Boah, ich produziere gar keine Waffe. Fuck. Ja, auch nicht. Oh. Ja, jetzt, also... Ich wollte ja Waffen produzieren, aber meine eine Insel ist ja offline. Ja, bei mir ist es eigentlich... Was ich euch jetzt leer. Was für eine Farbe hatte das Schiff? Also Spielerfarbe, ist es schwarz? War das schwarz? Ah. Dann muss es von irgendeiner Mission sein. Jemand angenommen hat. Also von der einen Mission kann es eigentlich nicht sein. Schwarze Schiffe sind nämlich immer die NPCs, die keine Spiele haben. Wird's bald! Das hier muss erledigt werden! Wie? Was kreuzt du dann hier auf, verdammt nochmal! Geil, ich hab also einen NPC, der wollte gerade, dass ich Schiffe versenke. Und das habe ich dann abgelehnt. Und dann ist so, und dann der so, ja, und warum kreuzt du dann verdammt nochmal hier auf? Und ich habe mir nur so gedacht, du bist zu mir gekommen. wo ist die? Oh Gott, hey, mein. Dauernd ist man abgelenkt. Ja. Schrecklich, mein Hauptschiff, das hockt doch auch auf der Handelsroute. Dann stellen wir halt schon mal Papier auf jeden Fall her. Glas hergestellt, Papier wird hergestellt. Wie die sich immer bei mir Teppiche holen und mir immer Milch dafür geben. So geil. Ja. Hast du ausgesorgt? Ja, es langt aber noch, es reicht noch lange nicht. Weil jetzt, wo alle meine Nomaden aufsteigen, jetzt geht's wieder los. Alter, was ist denn das? So. Warum drückst du schon wieder auf? Ja, tappt immer raus. Ich hab nicht rausgetappt. Aber du hast? Aber ich hab den Desktop gesehen. Ja, jetzt werden auch meine Schiffe angegriffen. Und es ist, weißt du, wer es angreift? Hassan Ben Said greift das Schiff an. Oh je. Wer hat denn auch hier, wer hat es dann entdeckt und sagt nichts? Dieses Schiff dient dem Willen des Herrn. Oder warte mal, nö. Der ist bei mir noch nicht mal als Spieler da. Ja, aber genau. Der greift meine Schiffe jetzt an. Okay, anscheinend müssen wir jetzt langsam doch mit ihm kommunizieren. Julius, hast du ihn gesehen? Naja. Ich muss keine, warten. Aber vielleicht ist es jetzt einfach der Zeitpunkt, wo er sich bemerkbar macht. Vielleicht ist es so ein Anti-Cheat-Schutz. Gott, ey, lass meine verdammten Schiffe in Ruhe. Ja, dann fahren wir halt mal dahin, ne? Ja, fährt halt einer hin. Ja, ich brauche erstmal Waffen und Kriegsschiffe. Ja, so, und wir zahlen halt. Sebastian, jetzt glaube ich nicht fest. Ich schieße das Schiff an die ganze Zeit an. Sebastian. Mein Schiff versucht die ganze Zeit dahin zu fahren. Meins schon die ganze Zeit. Das ist meins!
Nein, ich war nicht um die Death. Ich erinnere mich, ich habe früher mit einem Kumpel gespielt und es ging jedes Mal um jede kleine Kackmission, immer das gleiche. Nein! Sebastian, das war jetzt. Ich war die ganze Zeit schon hinterher und schieß auf. Und du? Hey, ich habe mitgeholfen. Die zwei Schüsse von dir. Gibt es Türme für den Hafen, die ja. Schiffe angreifen? Ganz normale Wachtürme, die schießen auf Schiffe ab. Ja. Dann, na, ich glaube, die baue ich jetzt vielleicht mal unten hin, als näher. Ah, okay, irgendwas stimmt mit den Gerbereien nicht. Ein wie? Ich vergesse auch immer, wie das ein fairer Handel. Wow, ich hab gekriegt. Extra Ration weiter. Lasst uns dem Rat der 10 einfach erzählen, dass dies nicht euer Tag ist. Allah segne euch für eure Zufälle. Oh, cool, wenn ich ein großes Handelsschiff baue. Lasst mich euch ein wenig unter die Arme greifen. So, habt ihr irgendwelche Probleme, irgendwas, was ihr mit mir mitteilen wollt? Ja, Gewürze werden langsam kritisch. Boah. Wo denn? Da war es ja. Da kommst du ja nicht hinterher. Was ist los? Weil Julius gerade so passend gesagt hat, dann so wurde er als Mitspielers haben sich Gesandte Okay, jetzt bin ich der Letzte, wo noch keine Gesandte hat. Ja. Gut. Ja, das bist du. Bin ich das Letzte. Jeder ja, hin. Das bist du auch. Mit dir arbeite ich noch einmal zusammen. Hm? Leck, Witze, Brot. Doch eigentlich alles geliefert. Brot wird gerade geliefert. Moment. Oh. Wegen. Jetzt erst Michis Hauptorient. Ah, ne. Kleine orientalische Insel gefunden. Ah, mit Thorn. Ja, dafür. Hat es eigentlich jemand mal Hassan bin Zaid gefunden? Oder ja, ich hab ihn gefunden. Okay, wir sind alle nicht verbündet, deswegen sehen wir nicht. Das heißt, ich muss da selber hinfahren. Wieso gehen jetzt meine Steuereinnahmen auf einmal so runter? Weil du wieder irgendwas hast, weil denen wieder irgendwas fehlt. Ich finde, ihr macht eure Sache ganz anständig. Wenn irgendwas ausgeht und die unzufrieden werden, geben die dir weniger Geld. Ja, das ist mir durchaus bewusst, aber ich frage mich ja gerade, was soll mir denn ausgehen? Ach, Mist. Wir gehen zum Beispiel gerade Gewürze aus. Oh, da wird es gerade. Nice. Ja, ich auch, deswegen habe ich die. Ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, wieso ich den Aufstieg gesperrt habe und dann so, oh, ja, Medikus. Ja, ich erinnere mich. Boah, weil wir den ganzen Stein weggefressen haben. Ja, okay, ein Schuldturm. Die Ratsversammlung frisst euch förmlich aus der Hand. Habe ich Quarz? Nein, ich habe keinen Quarz mehr. Das ist schlecht. Habe ich Quarz? Okay. Nein, kein Quarz mehr. Ihr habt ein gutes Geschäft gemacht. Oh Gott, die Adeligen freuen sich. Oh, Hassan bin Zaid greift ihr Schiff das Boot an.
Das ist gut. Dann klick auf ihn und gib ihm Knete. Ich hab ihn aber noch nicht. Du musst halt auf Korsarenpakt anbieten. Das will er Geld, das gibst du ihm und dann ist er zufrieden. Ja, ich hab ihn aber noch nicht. Achso, tja. Dann fahren. Das Schöne ist, ich fahre im Schiff weg. Midi. Echt nervig, dass du zu dem Zeitpunkt nochmal so ein Gebäude brauchst, wo überall stehen musst. Ja, deswegen kreise ich gerade Wohnhäuser ab. Ja, das ist echt. Tut richtig weh. Teppich. Na, Werkzeuge sind bei mir tatsächlich jetzt doch langsam ein bisschen. Ich kaufe jetzt einfach welche. Hat er abgedreht? Ja, er hat aufgegeben. Jetzt auch so wenig Stein. Nö. Oh, was wollen denn die scheiß Kussar? Ich hab mehr Steinminen reingehauen, damit ich. Ich brauch ständig zu wenig Stein, ey. Du brauchst ständig zu wenig Stein? Nee, ich hab auch ständig zu wenig Ach Stein. So. Wenn es weiter nichts ist, womit ich behilflich sein kann... Ich stelle unter die Leinkutten her. Leinkutten mit krassen Lines. Mein Gott, die wollen drauf. Benötigt Rinder und Salz. Rinder benötigen. Ja. Bastian, wir sind verbündet, sehe ich gerade. Weil du eine neue Insel entdeckt hast. Das gefällt mir. Sie haben sich in die Gewässer der Korsaren vorgebracht. Korsaren gesichtet. Na, welcher Fisch ist uns hier? Ja. Er hat sich schon vorgestellt. Jeder Mann auf diesem Schiff hat wenigstens... Komm nur, ein nasses Grab wartet schon. Wehr dich nicht, sonst jetzt kannst du erzählen. Hassan Ben Said hat dir ein Loch in die Geldbörse gebrannt. 6177. Das ist die Zahl, mit der mich Hassan Ben Said belastet. Boah, ich will gar nicht wissen, wie viel der dann von mir. Setzt eurer Herrschaft ein würdiges Denkmal. Errichtet. Gut gemacht. Der Fortschritt in eurer Stadt. Ach so, jetzt wollen wir den Schutz holen. Boah, 8000. Ja, ich muss den auch noch bauen. Hab ich vorher gefühlt 20 Mal gesagt, dass das so viel kostet. Ich weiß, aber dann siehst du siehst halt erst, wie viel er kostet, wenn. Nirgendwo auf der Welt ist es schöner als hier. Der kostet aber viel Stein und so weiter. 60 Stein. Ja, gut, das hab ich noch. Aber zu der Zeit, als ich ihn gebaut habe, ja, da war Geld mal, war das nochmal eine andere Frage hier. Oh, wo brauchen wir noch mehr Medikus? Ich hab so einen Todesreifen in meiner Stadt, wo es kein Medikus gibt.
Meine Schiffe bringen mir regelmäßig Nachricht von seiner Majestät, dem Kaiser. Ich hab Bock, dass die Pest ausbricht. Ich glaube, ich muss echt ein Gebäude. So, das Boot, du darfst dann doch gerne wieder... ich will aber... Ich glaube, ich muss eh so oder so eine neue... Komm, guck meine Stadt an und sag mir, wo soll ich eins in der Mitte abreißen? Das stört alle. Ja, muss halt Adlingenhaus abreißen. Patrizierhaus habe ich auch gemacht. Ach. Zwei Patrizierhäuser abgerissen. Die Pest denn so schlimm? Ja, die sterben nämlich alle und flüchten. Das, die Pest ist schon echt übel. Ich gebe einfach dann den Chinesen und dann klappt es schon. Ich habe ja schon immer gesagt, dass die Pest gefährlich ist, also. Jetzt muss ich mal mehr Orient-Leute bauen. Ja. Ja. Ich werde für immer an dich denken. Oh nein, aber es sieht so perfekt aus. Ich kann Kaffee verkaufen. Oh, du hast schon Kaffee. Kann ich bei irgendjemandem Glas einkaufen? Nee, ich habe selber kein Glas. Nee, ich habe auch nicht viel. Wenn du vorbeikommst in meiner Hauptinsel, dann kann ich dir Glas. In deiner Hauptinsel? Ja. So dringend brauche ich es nicht. Also, wenn du es selber brauchst, dann. Brauchst nicht, aber du kannst es kaufen. Aber wenn du es natürlich umsonst haben willst, bin ich ein bisschen... Nee, umsonst wollte ich es nicht. Und wie viel hättest du mir gegeben? Zwei. Kommt drauf an, wie viel Glas ich bekommen hätte. Ja, wie viel willst du denn? Ich würde dir 20... Moment, wie viel kostet das? Seid mir herzlich gegrüßt. Würdest mir... Ich würde dir 100 pro Tonne geben. 100 Gold pro Tonne. Ja. Wäre ich einverstanden. Wie viel hast du anzubieten? Ich sag mal 30. Ja, das ist ein Deal, den kann man eingehen. Das wird dann allerdings nicht 30. Wo ist deine Hauptinsel? Wo muss ich hin? Ich nehme 15 Tonnen ab. Ja, 15 Tonnen. Okay, dann schippe ich mal kurz zu deiner Hauptinsel. Ja. Ach, tut mir leid. Oh Gott, ich habe das Gebäude abgerissen. Jetzt sitzen wir auf der Straße. Ja, jetzt ist er halt ein Arzt drin. Ja, okay, das ist schon mal auch nicht schlecht. Ja, würde ich jetzt sagen, da gibt's auch Schlimmeres. Aber der Arzt zahlt keine Steuern. Wann bist du denn bei meiner Dinginsel? Es handelt sich noch um etwa... 30 Minuten. Nee, ich würde sagen 2 Minuten. Okay. Hey, wo geht denn mein ganzer Stein hin? Die geben mir doch Stein. Der Erfolg dieser Angelegenheit hängt von eurer Unterstützung ab. Boah, möchte das jemand machen? Sonst mache ich. Nö, kannst machen. Hm? Ich würde es machen, habe ich gerade in dem Moment gesagt. Ja, dann mach. Was gibt denn das? Eine verzinkte Laterne der Nachtwache. Das bringt ja null. Doch, das bringt vor. Okay. I am waiting. So long. Schiff. So long, so long, so long. So, das habe ich genügend kleine Schiffe gebaut. Ich werde nie wieder ein kleines Handelsschiff bauen. Hoffe ich. Ja. Wenn man steuern könnte, was die Schiffe aufnehmen, die nehmen alle genau das gleiche auf. Meinst du's? Dass halt eins nur
die Ressourcen nehmen? Sonst der Rat der Zehn besitzt unzählige dieser Schiffe. Ja. Sie sind das Herz. Die Details bleiben besser unter uns. Dieselben Kontoren an und sagst ihm halt, das Schiff soll das nehmen. Ganz einfach. Boah, das ist schon aber umständlich. Ja. Für eine Ressource reicht. Ich kann ein größeres Schiff bauen. Kann kein größeres Schiff gerade bauen. Dann musst du es so machen. Ich habe aber keinen Bock, dann lasse ich es einfach. Sebastian, ey, ich frag mich, wo der ganze Scheiß Stein bei mir hin soll. In den Hafen. Okay, kommt mein Schiff. Wie kann ich das, dass es nur 5 Glas ist statt 10? Du wechselst die Handelsmenge. Wo geht es? Beziehungsweise, du kannst doch einfach 20 reinschmeißen, weil ich kann nur 15 aufnehmen. Warum willst du nicht einfach 20 nehmen? Weil ich keinen Platz mehr habe für 20. Nee, auf dem Schiff. Alle Achtung, sie spielen bereits 2 Stunden am Stück, hat er gerade gesagt. So, Sebastian, okay, du musst es aufnehmen, weil ich es gar nicht nehmen darf. Verdammt, warte. Salam alaikum. Es ist 10 Tonnen, Sebastian. Dann hast du schon mal 10. Da sind sie. 10, ja. Und jetzt muss ich nur überlegen, wie ich... Oh Gott, wie geht der? Ich stehe zu eurer alleinigen Verfügung. Dann. Was habt ihr denn? Und wie kann ich... Ich habe mich gerade gewundert, warum ich eigentlich mit Julius im Krieg bin. Warum bist du mit Julius im Krieg? Gott, was zur Hölle? Bin ich mit Hassan Ben Said im Krieg. Sebastian, was? Bist du da? Oh, ja. Ihr habt ein gutes Geschäft gemacht. Ich hab nichts gemacht. Ja, du musst halt auf den Eure Spende ist gleichsam fromm wie hilfreich. Dann will er 6.000 von dir und die gibst du ihm. Dankeschön, Sebastian. Ja. Okay, das Gebäude wird jetzt... Wir haben 10 Stunden in der mittleren Kamera fest. Oh Gott. So. Eine große Werft. Ich habe weder den Stein noch das Werkzeug. Und ich habe minus 500 Gold. Warum? Habt Verständnis, wenn Ross und Reiter eine Verschnaufpause benötigen. Ein gutes Geschäft. Hat's jetzt hier endlich mal wieder Stein? Ja, 58, ach come on. Geht ja ewig. Ich habe hier gerade genau einen Stein hochgezählt, aber es wird nicht höher, die Zahl. Ja, das wurde produziert. Jetzt muss er es erstmal abholen. Ja, das steht direkt daneben. Das ist ja. Instant. Jetzt 61. Oh, eigentlich kann ich diesen fucking Schulturm bauen. Okay, das ist tatsächlich nicht das Problem. Und jeder hat bekommen, was er wollte. Bei mir vom Stein, sondern vom Glas. Problem. Ich brauche hier nur noch. Was verlassene? Oh, ich habe wieder keinen Weg gebaut. Ich depp. Ja, 20.30 Uhr maximal, aber ich würde sagen 20 Uhr. Ich will was essen. Also das erste Speichern nach 20 Uhr höre ich daraus. Ja, macht wohl am meisten Sinn. 19.59 Uhr wird gespeichert. So, ja, alles dann, klar. Dann halt, dann will man das nehmen.
tätet ihr uns was helfen? Ja, die Details bleiben ohne uns. Achso, entsenden Sie einen Suchtrupp auf zwei verschiedene Inseln. Ich muss sagen, in dem Schulturm würde ich auch gerne wohnen. Endlich! Ich hab zwar kein Brot, aber das sollte doch ein gutes Geschäft sein, ist mir will. Was ist denn jetzt mit diesem Gefallen? Ich auch nicht mehr so. Dies sind die Baupläne, die ich euch jetzt zur Verfügung stelle. Lukrativ. Oder auch nicht. Jetzt. Die Bevölkerung eines hat die nächste Zeit. Hey. Ich bin wieder hin. Wo ist denn jetzt mein Schiff? Wieso transportiert ihr kein Stahl? Produktion kommt zu. Ich find's gut, dass ich dauernd Ruhm reingedrückt kriege von dem Wallfahrtsort. Was? Kann man überhaupt mehr als 1000 km? Ja, ja, der zeigt's ja immer nur so an. Meine Flotte übermittelt dem ehrenwerten Sultan regelmäßig meine Berichte. Ach, ich konnte schon längst eine große Werft. Salam alaikum. Es ist mir wie immer eine Ehre. Bei den Patriziern. Oh ja, in dem Moment, wo ich's frage, sehe ich's. Ja, ich hab's. Das kotzt mich ja dann. Ein ganz und gar ehrenhaftes Geschenk. Was die ganze? Hab ich auch. Was haben die Adligen jetzt für Scheißbedürfnisse? Scheiße, das hat verdammt viel Stein gefressen. Oh, die haben gar keine so viele Gebäude machen. Fleisch. Schau mal abgerissen. Ah, da ist schon die Pest ausgebrochen, aber erwarte, da ist ein Medikus. Lasst mich euch ein wenig unter die Arme greifen. Und das ist wie mit den Bränden, wenn du Medikus da hast, dann sagen die dir nichts, weil das wird eh erledigt. Aber wenn du keinen hast, dann stehen die Gott bei. Dann sagen die dir, ey, bei dir ist die Pest ausgebrochen. Und du so, what? Und die so, jo, ade. Wo ist denn der nochmal was? Der hat so ein komisches Symbol. Ja, so eine Tasche mit einem Kreuz halt. Bei den Adeligen. Ah ja, da. Ich brauch Stein. Piepte Scheiße. Verpiepte Scheiße. Dann mach ich halt eine zweite Hand des Hudun. Muss ich die Bettler immer annehmen? Nö. Was bringt es eigentlich, die zu nehmen? Bringt es viel? Ja, du hast dann damit mehr von der niedrigen Stufe an Leuten, dass die anderen Bauernhütten aufsteigen können. Und du hast insgesamt mehr Einwohner. Okay. Oh, jetzt muss ich eine extra neue Handelsroute machen. Ich mache jetzt auch gerade was nicht so ganz Intelligentes und mache jetzt mit einem kleinen Handelsschiff eine neue Handelsroute, die fast identisch ist wie eine andere. Ach, verdammt, ich hab ja eine Quest. In der letzten Runde, als wir zusammen gespielt haben, habe ich auch zwei Schiffe auf einer Route gehabt, weil eins war zu wenig. Also ich habe mehr produziert, als meine Schiffe packen konnten. Habe ich jetzt doch auch eher häufiger tatsächlich. Weil dann auch der Weg vom Orient zum Okzident zu weit war, wo ich dann einfach gesagt habe, ah gut, dann noch ein zweites Schiff hinzufügen und dann. Ich helfe euch gerne aus. Jemand gegen. Was kannst du noch sonst mitnehmen? Schnuch. Brot ist wichtig. Da ist denn das Schiff, das da schon drauf ist? Essex oder Okta, die. Sag mal, die Essex. Ah. Ja, jetzt wird Stein geliefert. Problemisch irgendwas. Du wird hier so wenig Bier hergestellt. Ja, Bier ist immer relativ langsam. Oh, das ist hier wieder Farbe. Ey, Halsmaul.
Okay. Der Adlige. Wie viele Hanfdinger soll ich denn noch bauen? So viele, bis die irgendwann alle heiß sind. Ich hab halt schon zack viel. Oh Gott, also tatsächlich gut, dass wir Hassan jetzt entdeckt haben, weil ich habe eine Quest, die genau dorthin führt. Oh, ich krieg 61 Tonnen Brot. Kot. Ja, das auch. Kommt schon. Steinminen produziert Stein. Kann ich mir von irgendwoher Stein holen? Stein klauen? Wahrscheinlich nicht. Ich habe jetzt meinen Mann, orientalische Schiffe hochgezüchtet, die haben jetzt durch die Errungenschaften nochmal plus 15%, also jetzt 25 plus 25 plus 15. Das ist mein Schiff jetzt 65% schneller. Ja, Michi, wenn du bei deiner Hauptinsel unten guckst, das grüne Punkt, dann siehst du mal, wie das abgeht. Ein Formel 1 Auto. Oh ja, die sind schon schnell. Das klingt ja, ab. Mein schnellstes ist, glaube ich, 45 oder 50. Jetzt haben wir noch plus 3. Oh, ich bin so dämlich, weil ich kotze die ganze Zeit rum, dass ich keinen Stein habe. Dabei habe ich eine von dreien, also eine von dreien Steinbrüchen noch nicht mal gebaut. Ja. Gut, jetzt wird eine Handelsroute abgeändert. Kritischer Moment. Ein Kossar. Kannst du nur. Oh. Ja, yeah, mistakes were made. Lassen sie mich jetzt in Ruhe. Ich bin jetzt im Minus? Ah. Stimmt. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Bestimmt habt ihr es vergessen, dass ihr uns helfen wolltet. Jetzt bin ich wieder im Minus. Nein, Simon. Ich weiß auch, dass man mir vertraut. Nein, ich bin so blöd. Erzähl uns was Neues. I don't know. Oh, warte mal kurz. Bestimmt jetzt dann hier zu futtern. So viel. Hat mein Brot die echt nicht da runterkam. Irgendwann kommt so. Das geht nicht allmählich, sondern irgendwann kommt der Punkt, da stürzt es echt ab. Ich weiß noch nicht, was. Windmühlen arbeiten, na, obwohl, die könnten mehr.
Bei mir fehlt da ein großes Handelsschiff, wenn ich mir das so angucke. Ah, Moment mal. Könnte ich mir ja theoretisch leisten. Ich kann es mir echt leisten. Okay, großes Handelsschiff wird gebaut. Go for it. Stimmt, ich muss einen Hafen bauen. So einen fetten. Große Werft. Endlich kann ich so bauen. Na, welcher Fisch ist uns hier? Oh, ja. Nett? Ein großes Handelsschiff. Ah. Nee, es wird kurz nach 20 Uhr sein, das Speichern, das nächste. Spiel gesichert. Zwei Minuten nach. Dann kann ich mir Pizza machen. Pizza. Pizza Time. Und mir kurz Maultaschen. Auch gut. Brot, ich wollte hier noch mehr. Die ganze Nacht. Unbemerkt. Weizen. Bauen. Dies sind die Baupläne. Konntet ihr diese Angelegenheit regeln? Wie schön, dass man euch... Wie viele Einwohner habt ihr insgesamt? 3200. 3500. Wenn es weiter nichts ist, womit ich behilflich sein kann? Was? 4500. Okay, ich habe 6200. Also noch bin ich vor euch, aber ich bin irgendwie lange stehen geblieben. Naja, ich mach gerade auch voll nicht viel. Ich bin noch dabei, den Adeligen ihr Leben zu versüßen. Das neue Schiff heißt Stella Maris. Bringt sie her, Stella. Alter, willst du mich verarschen? Hier doch nur eine Scheiß. Danke. Getreide, ich glaube, ich brauche mehr. Oder? Das ist auch gut. Nö, das ist gut. Brot wird auch langsam gut. Hey, die Leinenkutten? Ich weiß nicht, was die machen. Auf dem Kopf stehen und lachen. Ich stell so viel. Ich nehme von dir, was Scheiße mir zu. Her. Ist das, weil das hier hin. Was wollen wir mehr als Nahrung und Wasser für uns und unsere Kamele? So, komm, jetzt wäsch doch hier. Ach Gott. Ich muss Schiffbrüchige retten. Völlig vergessen. Die Leute schwimmen da im Meer. Ja, Allah hat mich schon so oft gesegnet. Ich gratuliere euch zu dieser prächtigen Stadt. Kongratulations. Hey, wohin soll ich die denn überhaupt bringen? Ach. Oh Gott, das dauert. Das wird viel Zeit beanspruchen. Ah, stimmt. Fleisch. Fleisch? Hab ich bekommen. Ein gemütlicher
Orientalischer Zöllner erhebt am Konto ab einer bestimmten Warenmenge Zölle. Erhobener Zoll Milch, Kaffee. Ab Warenmenge 15 Tonnen. Naja. Rein mit dir. Okay, ich brauch Kaffee als Saatgut. Ach so, stimmt. Kaffee brauche ich auch noch. Kommt hier Items von dem, wo ich noch nie in meinem Leben gesehen habe, in dem Spiel? Als Gesandter des Sultans ist man gemein. Oder hat die Insel hier unten Kaffee? Nee, die hat Seide. Ihr habt ein gutes Geschäft gemacht. Hat die? Nein. Meine Brotding geht komplett zurück. Die hätte Kaffee. Die ist aber so ewig weit weg. Da muss man ja. Ja, ich muss auch gerade 3 neue Weizenfelder bauen. Verstehe nicht warum, ich habe schon ewig keine neuen Patrizier mehr reingeholt. Ja, Gewürze sind gerade problematisch, ich hab's doch kapiert. In der Zwischenzeit kann man hier mal einen Schildturm bauen. Was ist denn jetzt mit diesem Gefallen, ne? So. Darf sich dann gleich das große Handelsschiff. Bietet eure gesamte Raffinesse auf und ihr seid dieser Aufgabe gewachsen. Vielleicht. 12 Tonnen Milch. Will es jemand machen? Ich hab's mal angenommen, aber ich weiß nicht, ob es jemand machen will. Oh, du kriegst 34 Tonnen Brot dafür. Ein gutes Geschäft. Mal, wie viele Schiffsbrüche hab ich da? Nein! Ich hab einen Schiffsbrüchigen vergessen und muss wieder die halbe Map runterfahren. Wenn ich irgendein Schiff, das mal kurz. Wird jetzt eine globale Zusammenarbeit. Ach, so ärgerlich. Der eine Schiffsbrüchige, der zurücklassen. Allah segne euch für eure Zuverlässigkeit. Habe ich getan, um den Zorn dieses Mannes zu. Oh, Scheiße. Ja, dein Gebäudebrenner würde ich auch keine. Shit, Medikus. Gott. Brauchen alle Gebäude einen Medikus? Ja. Klassiker, lasst mich euch ein wenig unter die Arme greifen. Vor die Pest damals. Alter, wie viele von den Scheißhäuschen soll ich jetzt brauchen? Oh, der Schiffsbrüchige. Oh Gott, der Arme. Sobald er übergeben wird, wird er erstmal ins Wasser geworfen und von dem anderen Schiff wieder aufgenommen. Ein Turnier würde das Volk gut unterhalten. Fanfaren sollen das Ereignis ankündigen. Was ist denn jetzt mit diesem? Ich habe 67 Kühe. Was mache ich? Ach so. Und da unten, die neue Nachbarin könnte mir schon gefallen. Alles mit Medikus abgedeckt. Oh je. Yeah. Das hat Stein gefressen. Und Werkzeug. Hey, wieso habe ich kein Werkzeug mehr? Ich werde im Spiel echt eine. Ja, deine Häuser aufsteigen. Ach so. Deswegen hatte ich auch permanent weder Glas noch Stein, weil die ganze Zeit, sobald was da war, es direkt geschluckt haben. Oh, oh, oh. Fisch, 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 Fisch. Thank you.
Der Rat der Zehn dankt. Oh, Michis Insel. Ja. Ja, passiert eh nichts, wenn nur deine Felder ausgetrocknet und dann irgendwann. Meine Lager stehen. Hä, denn Luria ist leer gegangen, ich hab gar nicht gesehen. Wenn es weiter nichts ist, womit ich behilflich sein kann. Die Leute haben derzeit nichts zu futtern, oder? Ja. Oh je. Yeah. Aber. Die ist nur im Norden von deiner Insel. Ah, okay, vergiss es. Im Süden hast du ja keinen Platz mehr. Salam alaikum. Aber so lange ist jetzt nicht. Was höre ich? Gott segne euch. Ja, sind wir manchmal. Euer Turnier war seit langem das Beste. Ich muss ihn schon wieder verbieten aufzusteigen, weil ich mir schon wieder alles wegfressen, die Penner. Ja. Yay, ich könnte auch alle Adelige haben. Ich glaube, ich lasse die aber trotzdem noch nicht aufsteigen. Ja, Medikus, musst du halt. Lass ein paar Münzen springen, dann geschieht dir nichts. Leisten können. Es geht doch. Oh Gott, die drehen durch bei aller Wacht. Weil halt die ganze Nahrungsversorgung in. Ich glaube, jetzt muss ich da doch. Holla. Nein, es kracht alles zusammen. Hast du den Hassan? Warum? Hat er dir auch gerade wieder Geld abverlangt? Ja, 9000, dann labert er mir wieder so einen Scheiß an. 6000 waren es bei mir. Na, ah, dann kommt er bei mir auch gleich. Boah, wie lange hält dieser Sandsturm an? So ein bisschen. Wir haben es hier wirklich lukrativ. Gott, ich glaube, die Leute hauen jetzt alle aus aller Bord ab. Ja, du hast nichts auf Lager. Ja, aber es war vorher schon knapp in dem Moment, deswegen. Oh, das ist aber nicht gut. Ja, ich wollte es ausbauen. Jetzt habe ich mehr Felder hingeklatscht, aber. Genau wie die Leute, die jeden Monat auf 0 Euro leben. Ja, nee, das ist nicht. Oh fuck, mir fehlen Steine. Die ziehen auch. Lukrativ. In jeglicher Hinsicht. Lustigerweise, die wollt ihr hier mit eurer Anerkennung zum Ausdruck? Ist mir ein Anliegen, eure Taten durch diese bescheidene Geste zu würdigen. Ach, ja, der braucht Salz. Okay, okay. Glaube, ich pflanze auf der anderen Insel. Bauplan.
Sultans Moschee habe ich bekommen. Echt jetzt? Cheetah. Ah, oh, jetzt ist vorbei. Das ist das Speichern, ja. Dann noch kurz eine Handelsroute für. Ja, ich muss auch ein Ding. Wie immer. Aber das war's. Muss ich das Item aktivieren? Wahrscheinlich ja, oder? Ja. Ihr werdet wieder von mir hören. Ihr seid erstaunlich loyal. Ja, ich will gerade noch mein Brot hier abliefern. Bei mir bitte, ich warte noch kurz, ich möchte noch die Moschee bauen. Hinsetzen. Ich find's halt einfach krass, dass du das ist so richtig gecheatet eigentlich. Hey, du hast doch vorher noch gelabert, dass du es letztes Mal gemacht hast. Ich hab's legit gebaut und danach habe ich den bekommen. Hey, warum kümmert sich der Zimmermann nicht um dieses halb kaputte Gebäude? Weil er überfordert ist vielleicht mit irgendwelchen anderen. Und es brauchen noch 4 Tonnen Stein und dann speichert. Die Details bleiben. Auch hier ein. Oh Gott, die Nomaden sitzen. Falls jemand Datteln hat. Lass mich bitte die Mission noch beenden. Ich muss 5 Schiffbrüchige einsammeln, weil nächstes Mal, wenn wir laden, dann wird sie mir nicht mehr angezeigt. Ja. Ich helfe euch gerne aus. Gott, wie lange geht dieser Sandstuhl? Ich hab überhaupt immer noch nicht gecheckt, was ein Gauklerlager sein soll. Ich hab meinen Bauplan bekommen, hingepflanzt, aber... Aber was er jetzt genau bringt, immer noch kein Plan. Inshallah, Bruder. Müllhaufen ist schon wieder gewachsen. Hört doch auf jetzt. Endlich ist der Sandsturm vorbei. Gott, ey, das hat echt lange gedauert. Ja, sagen wir so, meine Siedlung ist halb am Arsch. Cool, meine Hauptinsel ist jetzt eine Großstadt. Einige Nomaden haben das nicht überlebt. Jetzt mal eine 4 Stein, ja. Also, ich wäre jetzt auch fertig fürs Abspeichern. Und lass mich noch kurz die Schiffbrüchigen einsammeln, ich bin gleich da. Ja, weil, wie gesagt, nächstes Mal wird mir die Mission nicht mehr angezeigt. Ja, klar. Sammel die nur einer, kannst du direkt speichern. Ein 1650 Patrizier läuft, das heißt nächstes Mal Wein. Und Gesandte. Und die zweite Kirche. Ja, wir können jetzt. Was ist jetzt dann? Er hat sich noch nicht gemeldet, das nehme ich mal an. Nein. Oh Gott, immer mehr Häuser gehen bei den Nomaden hin. Ich hab sie gleich eingesammelt. Ihr werdet beobachtet. Schon nie wusstet ihr das? Verdammten Sattel. Oh. Ja, wenn das jetzt will ich auch noch eine Minute. Dann ist die eine Mission, die ich noch mache, auch abgeschlossen. Das war einfach nur noch eine Route setzen. Blau. Gott, ey, die Siedlung kratzt hier ab. Ja, oh Gott. Meine Schiff. Schön ist auch. Schön ist auch diese 12 Tonnen Milch, wo ich jetzt quasi über den halben Ozean geschippert habe. Die werden jetzt garantiert noch nicht schimmelig sein. Mhm.
Ja. Hat jemand, also du inszenierst auf einer Vulkaninsel, oder? Oder gibt es überhaupt in diesem Spiel eine Vulkaninsel? Ja. Das gefällt mir. Bei dir. Ja, nee, warte. Gott, dieses Gefühl. Egal. Jetzt ihr habt Lampen wirklich getan, worum ich euch... Da wird die Begeisterung genau aber groß. Hier ganz rechts. So ist es recht. Okay, interessant. Also, hast du eine Schiffsbrüchigen eingesammelt? Achso, ja. Ja, ja. Gut, dann speichern wir. Eine Sekunde noch. Eine. Ja, okay, dann können wir noch warten. Das Schiff ist gleich an der Insel, dann habe ich es erledigt. Ja, ich brauch ernsthaft. Ja, okay, ja. So, also ich wäre bereit. Sekunde. Wo Torpedoschiff ist gleich da. Die Santa Barbara. Lege ich nur noch kurz zwei Felder an. Ich helfe euch gerne aus. Das ist die Hölle. Es ist komisch, der Sandsturm. Die normalen Nomaden haben keine Sattel mehr gekriegt. Die Gesandten haben alles für sich. Hast du jetzt? Ja, ich speichere schon gerade. Okay, bei mir. Ah, jetzt. Oh, für 17 Tonnen Kaffee und 12 Tonnen Teppiche habe ich 10.000 bekommen. Das Witzige ist, durch die Zölle habe ich 5 Tonnen Kaffee zurückbekommen und 10 Tonnen Milch. Oben drauf. Also er hat 17 Tonnen Kaffee gekauft und mir 5 geschenkt. Okay. Und das war's. Boah, nachdem es am Anfang dieser Session echt extrem scheiße für mich aussah, muss ich sagen, jetzt läuft es am Ende eigentlich ganz gut. Okay, bei mir. Aber ich hab's jetzt zurückgezahlt. Ja. Also. Bei mir war es aber auch echt knapp. Ich hab dir mal gerade das gegeben, was ich hatte. Ja. Tatsächlich. Bei mir ist meine halbe Nomadensiedlung hinüber. Oh. Ja. Also gut. Dann. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ja. Ciao. Und alle haben mich verlassen. Schade. Naja. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.